Die Sicherheitsphilosophen mit Raphael und Florian. Herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Ich glaube, man kann noch sagen, gesundes neues Jahr, nicht wahr? Ich habe das tatsächlich, hallo erstmal, ich habe das tatsächlich mal nachgeschaut und ich bin der Meinung, letztes Jahr hat Knigge gesagt, man darf es 14, oder man kann es bis zu 14 Tagen, glaube ich, sagen, oder wenn du jemanden in dem Jahr noch nicht gesehen hast, glaube ich. Das heißt, wenn du deinen Hausarzt diese Woche oder so gegen Juni anfängst zu besuchen, kannst du ihm noch ein neues Jahr wünschen. Das hört sich doch super an. Und Also wir in diesem Falle. starten auch gleich mit einer total wichtigen, belehrenden Information. Finde ich gut. Ich wollte eigentlich mit einer Frage starten. Neben bist du gut ins neue Jahr gekommen. Hast du Vorsätze fürs neue Jahr? Also ich definiere gut ins neue Jahr gekommen mal so, ich bin am Leben und kann diesen Podcast aufnehmen, also so scheiße kann es nicht gelaufen sein. Du hast in Berlin gefeiert. Ja, habe ich tatsächlich, aber es war, also ich habe, muss ich nachgucken, wo das war. Ich glaube, das war, zu welchem Bezirk das gehört. Ich glaube, das gehört zu Marienfelde, habe ich quasi gefeiert. Und, also weil ich einen guten Freund besucht habe. Und es war, also ich hätte gedacht, dass es eher kriegsähnliche Zustände sind, und war dann überrascht, nee, das ist sogar Tempelhof ist es sogar, relativ nah zum Tempelhofer Feld. Ich dachte, dass da eher kriegsähnliche Zustände herrschen würden, aber es war echt eine, ich sag mal, entspannte Atmosphäre. Also es haben mehrere Leute auf der Straße geböllert oder geknallt, aber die Leute haben ihre Batterien auf die Straße gestellt, sodass, also lustigerweise auch alle auf eine Seite, auf eine Straßenseite, sodass halt das nicht in den Bäumen landet oder in den Hausfassaden. Die Leute haben auch darauf geachtet, dass möglichst nichts gegen die Fassaden fliegt oder gegen die Häuser. Und als sie dann fertig waren, haben sie sogar ihren Dreck von der Straße zumindest auf den Gehweg zurückgeräumt oder sogar eingepackt und mitgenommen. Respekt, also wärst du da, ich sag mal, einen Kilometer weitergefahren, dann wärst du in Neukölln gewesen, so von deiner Ortsbeschreibung, wo ich gefeiert habe. Da willst du gar nicht wissen, was da abgegangen ist. Also sicherlich, ich war im südlicheren Teil, war das sicherlich noch humaner, als es am nördlichen Teil am Hermannplatz war, aber von Aufräumen keine Spur. Wobei ich bin dann Neujahrsabend wieder zurück nach Teltow gekommen und ich muss sagen, Respekt, die Straßen sahen aus wie geleckt. Also Ja kein gut, das bisschen. jetzt nicht, Alles also aufgeräumt. das ist so krass jetzt nicht, aber ich fand die Straßen im Vergleich zu Erfahrungen aus meiner Kindheit extrem sauber. Also Damals, ich kann vor mich dem erinnern, als Krieg. ich noch, als ich jünger war, sind wir ja sonntags, Quatsch, sind wir ja Neujahrsmorgen in die Kirche gegangen. Und da kam es durchaus schon vor, dass der Gehweg rot gepflastert war, also von diesen ganzen Böllerpapier und etc. Da finde ich, hat das, obwohl es immer heißt, dass immer mehr Leute immer mehr böllern für immer mehr Geld, finde ich schon, dass die reine Quantität stark abgenommen hat. Ja, ich weiß, also so von den Zahlen her, die man gelesen hat, 20 Millionen Euro weniger knapp gegenüber Ah, letzten okay. Jahr ausgegeben. Ich habe mich überhaupt nicht 133 belesen, Millionen deswegen. Euro. Ah, Ich okay. auch nicht, aber es war eine spontane Frage. Aber du hast gerade ein gutes Stichwort genannt, Kirche. Da bin ich ja vor Weihnachten ausgetreten. Aber wir wollten ja kurz über deine Vorsätze reden, nicht über meine für dieses Jahr. Unchristlich zu leben. Herr Zwinker. Ah, hier steht's. Also ich bin jetzt gerade hier bei einem irgendein Business Coach, Umgangsformexperte, und der schreibt hier, Sie dürfen so lange ein frohes neues Jahr wünschen, wie Sie möchten, denn wer würde das Recht haben, es Ihnen zu verbieten? Als Business-Knigge und Umgangsformtrainer und Coach maße ich mir das nicht an. Bitte nehmen Sie jedoch Folgendes als Empfehlung bei Familienmitgliedern, Freunden, Bekannten, Kunden. Wundert es sich ja niemand, wenn Sie auch ein paar Wochen noch mit frohes neues Jahr um die Ecke gratulieren. Bei Fremden empfiehlt es sich, den Neujahrsgruß auf die ersten beiden Wochen zu beschränken. Also sind wir in meinen Augen noch mehr als voll drin. Super. Trotzdem hast du meine Frage immer noch nicht beantwortet. Hast du Vorsätze fürs neue Jahr? Ach ja, das war die zweite Frage. Aber schön, womit du dich nebenbei beschäftigst. Das Du hat gehst mit dem voll auf Feed. in diesem Das Konzept. hat mit dem Feedback zu tun, das ich bekommen habe, aber dazu gleich mehr. Vorsätze, ja.
Ich habe so einen lustigen Spruch irgendwo gelesen, ich glaube bei Made My Day war das, ich nehme für 2020 die Vorsätze von 2019, die ich 2018 noch nicht angefasst hatte, weil ich 2016 nicht dazu gekommen bin und das ging bis 2014, glaube ich, zurück. So richtig Vorsätze habe ich eigentlich nicht. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr wieder ein wenig sportlicher unterwegs zu sein, als ich es jetzt 2019 war. Das war für mich ein, ich sag mal, ein sehr ausruhlastiges Jahr oder ich sag mal meine Ruhephase, ne, Massephase Also würde jetzt der wenn das Bodybuilder deine sagen. Massephase war, dann will ich überhaupt gar nicht davon reden, was ich 2019 gemacht habe. Also Ja, man muss für die Zuhörer vielleicht mal, man muss vorneweg sagen, Raphael war jetzt noch fleißig vor diesem Podcast. Wie lange warst du? Eine Stunde joggen? Ich hab's nicht so nein, nein, genau. nein. Es waren 6 Kilometer, die schaffe ich in 20 sechs Minuten. Minuten. Nee, in 6 Minuten pro Kilometer, das sind dann so 36 Minuten, die ich schon. Ja. Könnt ihr jetzt ganz genau die Zahlen sagen, aber es sind so Ja, ich habe 36 gerade das Minuten. Bild offen. Ah, okay, ja, dann siehst du es ja sowieso. Ja, du unser Zuhörer nicht. Aber in der schönen Gegend bist du joggen gegangen. Egal. Aber ja, also ich habe letztes Jahr weitaus weniger Sport gemacht als die Jahre davor und habe mich auch, was so klingt jetzt blöd, aber was mein Körper angeht, habe ich mich mehr gehen lassen. Dann habe ich ja proaktiven Muskelaufbau betrieben. Und das möchte ich dieses Jahr wieder so ein bisschen einfangen. Deswegen habe ich mir quasi für den Januar schon die Challenge gesetzt, einen Monat auf Schokolade zu verzichten. Ich bin ein absoluter Schokoladenfanatiker. Wir haben jetzt Tag 6 und ich hab an Tag 2 Sehe schon gemerkt. das Tagebuch der Tag 6. Naja, wir haben jetzt Tag Einsam und 6. verzweifelt. Nee, 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 lass mich ausreden. Wir haben jetzt Tag 6 und ich habe an Tag 2 gedacht, dass es eine ziemlich scheiß Idee war. Es kommt früh. Aber, Vor allem, du nimmst dir, anstatt das im Februar zu machen, wo wir dieses Jahr, glaube ich, wir haben ein Schaltjahr dieses Jahr, also ja, 29 28 Tage. Tagen, 29, 29. Entschuldigung, genau, also 2 Tage weniger als im Januar, aber gut, dass du dir denn einen extra langen Monat nimmst. Naja, im Endeffekt läuft es ja darauf hinaus, wenn ich das jetzt in einem Monat durchhalte, ob ich dann nicht eventuell gleich noch 2 oder 3 Monate mehr ranhänge. Ja, das hat ja alles System. Ja, dann hast du ein sehr Außerdem. trauriges Leben und wir können froh sein, dass es auf die helle Jahreszeit wieder zugeht und du nicht in irgendwelchen Depressionen Ja, verfällst. also solltet ihr in der nächsten Podcast-Folge mich fluchend Nicht und mehr schimpfend hören, dann wisst ihr, der Kerl hat Schokoladenentzug. hören. Ja, Intro für nächstes Mal. Ja, Raphael kann diesmal leider nicht dabei sein. Intro für nächstes Mal, so eine Scheiße, Verfluchte! Ja. Was Aber sieht's mit apropos dir aus? neu und Veränderung. Nee, 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 Achso. nee, erstmal, wie sieht's denn mit deinen Vorsätzen? Oder Gar hast du keine. Vorsätze? Nein, nein, gar keine, weil ich einfach der Meinung bin, dass es einen Jahreswechsel nicht dafür bedarf, um sich zu verändern, zu verbessern, was es ja letztendlich so ein Vorsatz sein soll. Ich mache Ändere auch mich nicht so, sowieso nie, deswegen ist ich es verändere mich selbst. Das System ändert mich jeden scheißegal. Tag genug. Das ist Nee, auch nicht schlecht. ich habe mir vorgenommen, aber das habe ich mir eigentlich schon vor dem Jahreswechsel vorgenommen, weil es einfach auch, glaube ich, mit der Zeit lang gesundheitlich erforderlich ist und ich habe noch nicht mal die 30 erreicht, etwas ruhiger zu werden und mich nicht über jeden kleinen Scheiß aufzuregen und vielleicht auch die ein oder andere unsachliche Diskussion zu vermeiden, wo ich mich ja auch gerne drin verrenne. Von daher, das ist so, aber das ist so ein Grundsatzvorsatz und nicht Vorsatz, weil wir jetzt ein neues Jahr haben. Genau. Aber, unser Podcast hat neue Vorsätze, ne? Wir haben die Zeit genutzt von der letzten Folge bis heute, also bis zur Wir Veröffentlichung. haben quasi keinen einzigen Tag geruht, wir haben nicht einmal Urlaub gemacht, Richtig. sondern wir haben die ganze Zeit am Podcast gearbeitet. Heiligabend saßen wir noch um 17 Uhr per Skype-Konferenz zusammen und Was sagst du, haben die. 17 Uhr? Das ging bis spät in die Nacht. Ja, da haben wir angefangen, 17. Ach 17 so, bis ja, 23 Uhr. natürlich. Unsere Kinder, Frauen, Familienmitglieder standen heulend vor der Tür, weil wir uns natürlich ins Wohnzimmer, wo der Weihnachtsbaum stand, verzogen haben und uns ausschließliche Ruhe Verordnet. gewünscht haben. Und haben tatsächlich noch an unserem Design gebastelt, die Entwürfe der unterschiedlichen Agenturen bewertet. Und ich glaube, wir haben ein ganz gutes Ergebnis erreicht, oder? Also, es wäre Sag jetzt doof, nichts, wenn dann ich an schließen wir uns diese. jetzt gleich wieder ein. Nee, nee, ich wollte gerade sagen, also, es wäre jetzt rein marketingtechnisch ein Ermessen? Desaster, wenn ich jetzt sagen würde, nee, eigentlich ist das voll scheiße geworden, weil ich ja dann unsere eigene Arbeit runtermachen würde. Von daher würde ich aber auch sagen, wir sind nicht unvoreingenommen, weil wir ja Produzenten dieses Podcastes sind.
Aber vielleicht erbarmt sich ja einer unserer mannigfaltigen Zuhörer, uns seine Meinung dazu mitzuteilen. Ja, das können wir machen. Apropos Meinung, also wir haben ein paar Veränderungen. Es wird auch noch ein paar Themen geben. Die sehr lange schon versprochenes Intro hat sich auch noch ein bisschen verzögert, aber das ist ja das, was wir von Anfang an gesagt haben. Wir wollen nicht vollkommen reingehen. Dieser Podcast ist ja auch ein bisschen dafür da, so die Branche zu verändern. Das heißt, man muss auch immer sich selber ein bisschen verändern, neue Schön gesagt. Innovationen. Ja, schön gesagt. Vor allen Dingen, was man ja nicht vergessen darf, wir sind beide Ur-Berliner, auch wenn du inzwischen in die Vorstadt gezogen Brandenburg. bist. Aber es Darfst ändert ja nicht nichts. vergessen, Brandenburg umsiedelt Berlin vollständig, ne? Berlin hat zugelassen, dass Brandenburg um es herumgewachsen ist. Ja, richtig. Das ist genauso wie dass wir zugelassen haben, dass Spandau sich irgendwann mal selbstständig gemacht hat und wir es jetzt wieder zurückholen. Aber Ja, wie darauf wollte ich falsch gar nicht wollen wir das? hinaus. Ja, naja, besser haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, wir sind ja beide Ur-Berliner, zumindest behaupte ich das jetzt mal von dir, weil ich es gar nicht Ja, weiß. geborener Westberliner sogar noch. Ein paar Tage, ein paar Oh, Monate. jetzt geht's los. Damit haben wir unseren Podcast um die Hälfte der Mithörer geteilt. Und der Nein, aber Mitarbeiter, die im ja, die Hintergrund auch. Die auch. berufstätig sind. Ab nächste Woche Die Maske Florian immer verlässt den allein. Raum. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, als Ur-Berliner sollte der Rest der Republik ja daran gewöhnt sein, dass wir für manche Großprojekte etwas länger brauchen. Stichwort Flughäfen. Und in dem gleichen, ich sag mal, in dem Schatten dieses Großprojektes erziehen wir das Großprojekt Sicherheitsphilosophen. Insofern denke ich, wenn wir innerhalb diesen Jahres unser Intro hinbekommen und vielleicht auch die ein oder andere Änderung, was die Struktur angeht, dann sind wir weit, weit voraus, was den BER angeht. Ja, wobei der jetzt kommen soll. Aber Ja, na klar. Und man genau. überlegt ja auch jetzt wieder die Randbebauung des Tempelhofer Feldes zu diskutieren. Also Ja, ist ja jetzt auch 3 Jahre her, wo man das letzte Mal drüber abgestimmt hat. Vielleicht sind und jetzt neue die, dazugezogen und gestorben und klar, weggezogen. sicher. Und die halbe Bevölkerung denkt sich jetzt plötzlich, ah nee, eigentlich habt ihr recht, lasst uns die Randbebauung. Geil. Ja. Lass uns über Feedback sprechen. Feedback ist eine gute Idee. Du Diese hast eine Feedback Situation, bekommen. Florian, als wir da auf dem Weihnachtsmarkt waren, die hat mir nicht gefallen. Nein, Quatsch. Ja, ich habe Feedback bekommen. Und zwar hat einer unserer Zuhörer mir mitgeteilt, dass er den Podcast nach wie vor immer sehr gerne hört. Jetzt auch mit dem Zusatz, dass man ja noch was bei uns lernt. Also insofern, alle Zuhörer quasi gerade zuhören. Na gut, was sollen sie auch sonst machen? Ohren Also wie du gespitzt, nebenbei zugehört. irgendwas recherchieren. Ich recherchiere nur für Podcaste. Quatsch, Augen gespitzt, sage ich schon. Jetzt geht das wieder los. Jetzt geht das wieder los. Wie letzte Woche mit Podcast-Titel Augen gespitzt. Finde ich besser als den Plan, den wir jetzt hatten. Ist ja fast Ohren so, zu und wir müssen Augen mal auf die gespitzt. Trompete schlagen. Nee, also Ohren gespitzt, zugehört, hier kann man tatsächlich noch was lernen. Hast du Feedback bekommen? Ja, sogar extrem viel. Und hier Oha. nochmal meine wirkliche Bitte an dieser Oh, ich sehe es Stelle. gerade. Also erstmal vielen Dank fürs Feedback. Finde ich super, auch wenn ihr mich oder Raphael persönlich anschreibt. Das ist aber natürlich auch etwas, was ein Prozess ist, womit man ja auch vielleicht jemand anderen dazu anregt, sein Feedback zu geben. Deshalb die große Bitte, nutzt doch die auch öffentliche Kommentierfunktion. Bevor ihr kein Feedback abgibt, schreibt es mir persönlich oder sonst irgendwie an uns ran, mündlich, persönlich, wie dem auch sei. Aber ich glaube, vieles, auch das, was ihr schreibt und worüber sich auch eine Diskussion entwickeln kann, passiert, wenn man das Feedback öffentlich auch mitteilt. Und da ich bisher kein Feedback, also in den letzten 10 Folgen bekommen habe, wo ich sage, das war schon echt hart und das ging unter die Gürtellinie. Traut euch einfach. Aber ich, ganz, ganz witzige Sache. Wir haben einen Zuhörer, mit dem ich 2009 zusammen die Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit am Oberstufenzentrum Recht begangen habe. Das fand ich wirklich richtig cool, dass die Person mich dann auch angeschrieben hat. Auf der einen Seite mich darauf hinzuweisen, weil wir ja im letzten Podcast das Thema Clash of Generations hatten.
wo dann von mir so ein bisschen flapsig die Aussage erfolgt ist, dass ich in dieser Ausbildungsklasse im Herbst 2009 nur zwei Leute hatte, die sich persönlich dafür entschieden hat. Er hat mich dafür entschieden haben, die Fachkraftausbildung zu machen, wo es ja um dieses Thema ging, wie attraktiv ist die Branche. Er hat mich ganz freundlich darauf hingewiesen, dass es mehr als zwei waren, weil er noch mit dabei war. Also es waren mindestens drei, die sich dafür entschieden haben. Oh ja, na dann, Aber er jetzt hat reden wir auch, von einer Gruppe. wir reden fast schon von einer Bande, ja. Aber er hat gesagt, er hat auch geschrieben, bisschen das bestätigt, was wir auch gesagt hatten, dass er damals auch in der Fachkraftausbildung, so kam er nämlich auf dieses Thema, in den Praxisphasen kaum Theorie lernen konnte, weil egal wo er sein Buch beispielsweise in den Nachtschichten, wo sich das ja auch manchmal echt anbietet, Unterrichtsmaterial zum Lesen oder zum Bearbeiten rauszuholen und ein paar Seiten davon zu lesen und zu erarbeiten, sofort von oftmals von älteren Kollegen dann kam, dass die mir erklären wollten, dass das was richtig sei, was falsch sei, mit ihm über Unterrichtsmaterialien diskutierten und irgendwie diesen Sinn in Frage gestellt haben, sodass er sich dann irgendwann mal für sich selber beschlossen hat, keinerlei Materialien mehr auf Arbeit zu nehmen, um sich einfach solche Kommentare zu ersparen. Das finde ich ganz interessant, weil das ja auch ein bisschen so in dieses Thema auch mit einfließt und was wir letztes Mal besprochen haben und gesagt haben, richtig, falsch, was ist richtig, was ist falsch und wie motiviere ich eigentlich junge Menschen dazu, weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Und vor allem kann ich nicht vielleicht auch selber als älterer Kollege, weil mir da ein jüngerer Auszubildender zur Seite gestellt wurde, der gerade aktuelle Lehrmaterialien dabei hat, kann ich da nicht vielleicht auch ein bisschen was nutzen und mir selber beibringen. Ja, Dann aber gab das es einen ist, zweiten. Ja? wie du halt sagst, ne, das ist halt dieses typische Problem, dass Leute aus der Praxis, oder dass Leute aus der Praxis, ich korrigiere, dass es Leute in der Praxis gibt, die der Meinung sind, so wie sie es machen, ist es richtig, ohne sich einen Kopf drum zu machen, ob dem auch so ist. Ne? Und das spiegelt ja dieses, ach, in der Theorie, in der Schule lernst du sowieso nichts, wir machen das hier schon alles richtig. Siehst du ja genau dieses Paradebeispiel dafür, dass man glaubt, nur weil man es seit Jahren so macht, es auch so richtig sein muss. Genau. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, was uns noch unglaublich lange beschäftigen wird, auch in der Branche beschäftigen wird, bis tatsächlich so eine neue Generation herangewachsen ist und eine Generation, die sich hoffentlich nicht davon beeinflussen lassen hat, was sie selber erlebt haben, sondern das nutzen, um andere zu motivieren, dort weiterzugehen. Ich glaube, man hat auch nie ausgelernt. Also allein, was sich jetzt getan hat in der Entwicklung, was das Thema Bewacherregister angeht oder Bewachungsvorschriften, diese ganzen Kontrollen, die es gibt inzwischen, auf welcher Basis die, auf welcher Rechtsgrundlage die passieren, ich glaube, da kann jeder jeden Tag nochmal was dazulernen und das tue ich auch. Ja, man, also vielleicht auch nicht wir beide, aber ich zumindest. Ich habe ja häufig den Drang, negativ oder Kritik zu üben, ohne große Verbesserungsvorschläge, weil wie gesagt, das ist nicht mein Aufgabengebiet, irgendwas zu verbessern. Beziehungsweise rede ja häufig über negative Folgen oder über negative Meinungen, die ich dazu habe. Aber im Endeffekt muss man ja auch mal klarstellen, so ein Verwaltungsapparat ist halt einfach lahmarschig. Das ist nicht mal böse, sondern das ist einfach Fakt. Und da können wir froh sein, dass es trotzdem so gut funktioniert im Hinblick auf, dass sich halt eine Veränderung einstellt. Man muss halt ein bisschen geduldiger sein als vielleicht in manch anderer Hinsicht. Aber es funktioniert ja. Also, ne, Bewachungsregister ist einer der besten Beispiele dafür, dass es halt eine Verbesserung gibt. Dass die Durchführung oder Ausführung jetzt nicht die geilste ist, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Das ist, denke ich, von Amts wegen einfach so eingesteuert. Aber es heißt ja nicht, dass da nicht das Potenzial besteht, dass es trotzdem irgendwie besser wird und dass man das einfach verbessert. Dadurch, dass man es halt nutzt und merkt, wo noch Probleme sind, dass es vielleicht so, wie man sich das überlegt hat, eigentlich total doof ist. Von daher, gerade für meinen Punkt, ja, ich bin da ganz gern mal unterwegs mit total doof. Aber im Endeffekt, wir müssen halt entsprechend geduldig sein, sodass halt die entsprechenden Instanzen auch die Zeit haben, da Verbesserungen zu betreiben.
Du darfst ja an dieser Stelle auch nicht vergessen, auch wenn ich dafür schon mal Prügel eingeholt habe, aber ich bleibe dabei. In den letzten 20 Jahren hat sich rein rechtlich, regulatorisch sicherlich ein bisschen was angepasst, aber es hat sich nichts getan, was wirklich eine Weiterentwicklung angeht. Und man musste mal Richtung Großbritannien gucken, wie weit die dort sind mit zentralen Datenbanken, mit einer zentralen Erfassung von Übergriffen auf Mitarbeiter, die dort gemeldet werden müssen, mit Motiven und Motivationen, die dort hinterstecken bei den Tätern, sodass du dann wirklich am Ende des Tages auch eine Auswertung machen kannst und die Branche voranentwickeln kannst und wirst. Da stehen wir ja total am Anfang bei all diesen Themen. Und von daher glaube ich, muss auch so eine Branche erstmal lernen, sich selber weiterzuentwickeln durch eben genau diese Herausforderungen. Auf der einen Seite Clash of Generations, das wird noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, da bin ich sehr froh, dass ich eben zum Zeit und du ja letztendlich auch zum Zeitpunkt in die Branche gekommen bist, wo eben diese Veränderungen begonnen haben, sodass wir hoffentlich, wenn wir irgendwann in Rente gehen, eine Branche hinter uns lassen, die sich dann wirklich weiterentwickelt hat, wo wir auch wirklich 40 Jahren da eine Entwicklung gesehen haben. Aber das dauert halt alles auch. Und alles das, was Eben. andere Bereiche und Handwerke oder Verwaltungen schon hinter sich haben, weil sie es eben seit 30 Jahren machen, sich dort anders zu positionieren und anders aufzustellen. Das lernen wir und die sind damals genauso auf die Nase gefallen und hatten genauso Probleme. Ich glaube, das ist erstmal einfach so eine Praxiserfahrung, die man machen muss. Zwei weitere Feedbacks ganz kurz und dann haben wir schon eine relativ lange Einleitung heute wieder mal, obwohl wir uns Wie eigentlich immer kurz vorgenommen halten. haben, ein bisschen zu diskutieren, aber es macht ja auch nichts. Ist ja die erste Folge, wir wollen ja ganz smooth ins neue Jahr kommen. Zwei weitere Feedbacks, die ich deshalb auch nochmal erwähne, weil ich glaube, es ist auch immer wieder wichtig zu erzählen, was eigentlich unser Plan ist, wenn neue Zuhörer dazukommen oder denjenigen, die dabei sind, das auch noch mal vor Augen zu führen. Also ich habe einmal eine Bitte bekommen, wo es darum geht, etwas rein aus der Praxis zu erklären. Da ging es um Notrufen-Serviceleitstellen und Einbruchmeldeanlagen und Videoüberwachung. Tue ich sehr gerne, nur nicht in diesem Podcast, muss man dazu sagen. Also ich bin auch jemand, der meinen Auftritt auf Facebook kennt und auch in diesen entsprechenden Gruppen kennt, der versucht, da Fragen zu beantworten, sofern ich das kann. Bitte aber nicht verwechseln, was wir mit unserem Podcast hier erreichen wollen. Das fließt auch so ein bisschen in das zweite Feedback rein, wo es auch darum geht, mehr über das Bewacherregister zu erzählen oder über Tariftreue oder nicht erfolgte Tariftreue und auf die Handzahlen zu. Das ist alles wichtig und das hat alles seinen Stellenwert. Aber für genau diese Praxis, unser Ziel war es ja einfach nicht, ein Podcast zu entwickeln, wo wir das, was letztendlich durch die Branche geht, was die Branche bewährt, was es in wirklich unzählig guten, praxisnahen Podcasts schon durchgekaut wird, auch nochmal durchzukauen. Wir haben gesagt, wir wollen uns auf einer Ebene bewegen und das soll jetzt wirklich gar nicht arrogant klingen, weil alles hat seine Berechtigung, wo wir hier einfach euch praktisch in unser gemeinsames Wohnzimmer einladen, so wie ihr es vielleicht aus Freunden, aus Kollegenkreisen kennt, und aktuelle Meldungen zu diskutieren und vielleicht bei euch so den ein oder anderen Denkanstoß zu einer Diskussion zu generieren. Wir könnten natürlich jetzt hier ganz breit über Einbruchmeldeanlagen diskutieren und die unzähligen Themen, die wir in unserer gemeinsamen Vergangenheit, ne, Raphael, da erlebt haben bei eben entsprechenden Unternehmen und wie viel Spaß wir mit solchen Sachen hatten. Aber das ist einfach nicht das Ziel, was wir hier verfolgen. Wir wollen einfach aktuelle Themen diskutieren, die manchmal auch den Finger einfach in die Wunde legen und für alle anderen Themen, die wirklich, wo es um Praxis geht, schaut bei YouTube, guckt in den Podcasts, die es auch gibt. Mach mal so ein bisschen Seitenwerbung. Ich hoffe, das hatten wir jetzt vorher nicht erlaubt, aber du erlaubst es mir hoffentlich. Den von Nein. den, den da hast du jetzt Pech. Den Podcast von Jörg Zitzmann, der tatsächlich jede Woche da sehr, sehr praxisnahe Themen erklärt und sehr gut erklärt, auch in seiner Funktion als Rechtsanwalt. Hört euch die an, versucht dort Themen zu platzieren, vielleicht die wirklich sehr spezifisch sind.
alle anderen, wenn ihr Zeitungsberichte findet oder sagt, hey, hier habe ich ein Thema, wieso passiert ständig Gewalt im Flüchtlingsheim oder sowas, das ist, glaube ich, so ein Ziel, worüber wir hier diskutieren wollen. Und wir wollen auch letztendlich Bewacherregister und Tariftreue. Das kennen wir alles aus unzähligen anderen Diskussionen. Das müssen wir jetzt auch nicht wieder durchkauen, weil ich glaube, jeder hat zum Bewacherregister seine eigene Meinung. Diejenigen, die betroffen sind, eine viel, viel härtere, auch verständlicherweise eine viel, viel härtere Meinung, weil es, wenn man da rechtskonform sein möchte, vielleicht auch existenzbedrohend ist. Aber wir wollen hier den Schritt gehen und über den Tellerrand hinweg gucken. Ja, vielleicht war das mit dem Bewahrerregister ja so gemeint, dass da sollten dann neue Informationen kommen, er darüber gerne Bescheid wüsste. Ja, das können wir Also, uns überlegen, aber das würde ich auch vielleicht immer im tangiert's uns ja Kontext nochmal. setzen Ja wieder, weil klar, also so wäre es, genau. vielleicht tangiert es uns ja nochmal, dass man es da aufnimmt. Was die andere Sache angeht mit EMA, Videoüberwachung etc., habe ich eine Idee für ein anderes Format, aber das besprechen wir nicht hier, zumindest nicht, wenn die Welt uns zuhört. Weil sonst ist es ja Quatsch. Aber da können wir uns gleich nochmal drüber unterhalten. Swiss, muss ich ehrlich sagen, ist das Einzige, was mir dazu einfällt, zu Swiss oder wo ich eine Assoziation herstelle, wäre Swiss Airline. Eye. Nee, Swiss Eye Protection. Das ist eine Firma, ich weiß gar nicht, ob die unter Swiss direkt vermarktet werden. Also Swiss Eye vermarktet ja, ich sag mal Augenschutz oder persönliche Schutzausrüstung für die Augen in erster Linie. Die stellen unter anderem relativ, ich sag mal, stylische Brillen her, die für alle möglichen ja, Notwendigkeiten genutzt werden können. Also in erster Linie sind das halt Sportbrillen, die allerdings auch bestimmte Zertifizierungen erreichen, also dass du die zum Beispiel auch im, ich sag mal, Sport zum Beispiel nutzen kannst, weil die da mit dazugehören. Das wäre jetzt das Einzige, wo mir Swiss was sagen würde, oder halt Swiss Air, aber ich glaube nicht, dass es darum geht. Von daher können wir da ganz schlecht was zu sagen. Aber natürlich die Aufforderung, einfach sendet weiter euer Feedback, eure Das auf jeden Fall. Themenvorstellungen. Und ich hoffe, wir haben niemand vergraut, es soll auch gar nicht böse sein. Der Fragende hat auch privat eine Antwort von mir bekommen. Von Aber nur diese daher eine. nur diese eine und das war die letzte Antwort. Nein. Nein, Quatsch. Wir versuchen, das ist ja auch so ein bisschen Ziel, aber genau, ich glaube, wir haben auch ausgedrückt und auf eine liebevolle Art und Weise ausgedrückt, was wir sagen wollten. Nächste Woche, wenn ich, oder in 2 Wochen zu unserer nächsten Folge, wenn wir nochmal so eine Frage kriegen und ich dann auf Schokoladenentzug bin, dann fällt die Antwort wesentlich harscher aus. Dann kann ich dich einfach muten und dann bist du. Ja, Raphael musste uns leider verlassen. Ist lustig, dass du mich muten willst, wenn ich die Aufnahme steuere. Also von daher wird ein interessantes Muting, weil du mich dann nicht hörst, aber ich trotzdem immer schön in die Aufnahme reinhate, wie man so schön neudeutsch sagt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich muss nochmal mir die Prozessschritte anschauen. Ja, Aber kommen wir zu einer neuen Kategorie. Kategorie Quickies. kann man jetzt falsch verstehen, Kann man jetzt aber wir falsch verstehen? erklären's. Wir erklären es. Wir hatten, was will ich sagen, ist das ein Problem? Nein, wir haben immer wieder gesagt, hey, wir wollen ja hier uns auch ein bisschen unterhalten und so, wie ich es gerade eben gesagt habe, euch so an unser Wohnzimmertisch einladen, auf Platz nehmen, auf unserer Couch und mitdiskutieren. Aber wir haben die letzten Male oder die ersten 10 Folgen gemerkt, manchmal verrennen wir uns auch in manchen Themen. Ach, Ivo. Ohne vielleicht jetzt, dass diese Themen so vollumfassend jeweils 20 Minuten behandelt werden sollten. Deshalb haben wir uns jetzt tatsächlich die Kategorie Quickies einfallen lassen, weil wir in dieser uns selber ein bisschen disziplinieren, ein bisschen geißeln in Anführungsstrichen. Und ursprünglich mal 5 Themen, a 3 Minuten, müssen wir gucken, wie, aber wirklich in einer ganz kurzen Zeit die Themen besprechen, die jetzt nicht ausufern müssen, wo vielleicht jeder seine Meinung dazu sagt und dann ist es auch gut, ohne dafür darüber zu diskutieren. Genau, also es geht nicht da, also vielleicht nochmal kurz, um es klarzustellen, es geht nicht darum, die Themen groß und breit zu diskutieren, sondern Themen quasi
wortartig reinzuschmeißen. Jeder sagt einmal, was er davon hält, ohne großartig tief auf die Themen einzugehen. Und wenn quasi diese 3 Minuten um sind oder jeder seine Meinung gesagt hat, dass man dann zum nächsten Thema geht, sodass man, ich sag mal, sich so ein bisschen vorstellen kann, wie so ein, ich sag mal, eine Nachrichtenshow, nicht wie unbedingt die Tagesshow, aber so, ich sag mal, eine Newstime, habt ihr gehört, es gab die und die 3 Themen. Und dass man das quasi einmal erwähnt hat, kurz einfach sagt, was man davon hält und dann aber wirklich quasi zu einem Hauptthema kommt, das man dann abarbeitet. Perfekt, super zusammengefasst. Und damit sind wir bei den ersten 3 Minuten für unser erstes Thema. Und die Zeit läuft. Hast du schon mal von den Checklisten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz gehört? Habe ich gehört, ja, weil das immer die Standardausrede für die, ich sage mal, Prepper-Bewegung ist, die auch nahe, ich sage mal, der ganzen Tag X-Organisation ist. Naja, das Bevölkerungsamt sagt ja auch, man soll preppern. Was meinst du jetzt mit Preppern? Also ich kenne den Ja, Begriff. es ist, hast du vielleicht nicht mitbekommen, das gab im letzten Jahr auch zu bestimmten Netzwerken Prepper-Bewegungen, die sich auf einen Tag X vorbereiten, wo sie den Weltuntergang sehen und auch mit diversen, ich sag mal, das Nordkreuz, falls es dir was sagt, wo auch der SEK-Beamte offensichtlich Munition zugeliefert hatte ja vermutlich vermeintlich bestimmte Todeslisten, wo Politiker drauf standen und man hat sich auf einen Tag X auch im Rahmen einer Prepper-Bewegung darauf vorbereitet, dass wenn das große Chaos entsteht, man praktisch die einzigen Überlebenden darstellt und überlebt und gleichzeitig auch noch seine Feinde liquidiert, die man möglicherweise für den Tag X, also den Weltuntergang oder den Untergang des politischen Systems, so ist es vielleicht besser gesagt, verantwortlich machen möchte. Ah, okay. Worauf ich hinaus wollte, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz schon seit einigen Jahren, wie ich es weiß, gibt Checklisten raus, um sich auf einen Notfall bzw. für bestimmte Ereignisse quasi vorzubereiten. Also, früher war das eine reine Liste mit, Lebensmittel sollte man für einen Zeitraum von, ich glaube, 7 Tagen quasi bevorraten, um quasi nach Ansicht des Bundesamtes 7 Tage ohne, ich sag mal, externe Hilfe zu überleben. Das war so eine reine Checkliste. Ich habe mir die gerade jetzt nochmal aufgemacht. Inzwischen heißt es Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Situationen. Und sie haben da verschiedene Szenarien aufgestellt und geben quasi Hinweise, sagen halt, was ihr persönlicher oder was der Tipp von Seiten der Regierung quasi ist oder der Bundesregierung. Und unter anderem ist da immer noch drin, Essen und Trinken bevorraten. Und ich glaube, das Ding ist immer noch auf eine Woche ausgelegt, wenn ich irre. Ja, für 10 Tage legen sie es hier aus. Richten sich dann natürlich nach den, ja, nach den derzeitigen Ernährungsstandards. Und was mir jetzt vorhin, bevor wir den Podcast angefangen haben aufzunehmen, aufgefallen ist, ich hatte lustigerweise den Fernseher an und da gab es eine Werbung für einen Hersteller quasi, der quasi genau das macht, was das Bundesamt vorschlägt, nämlich quasi Vorräte verkaufen. Also du kannst auf der Seite, die ich gerade offen habe, die ich hier aber nicht nenne, quasi Notvorräte kaufen für einen Tag, für 5 Tage, 15 und 24 Tage. Dann gibt es ein sogenanntes Notgepäck, wo du für eine Person quasi einfach also einen Rucksack bekommst, wo die wichtigsten Dinge drin sind. Das geht vom Eco bis zum Fluchtrucksack Premium, der relativ teuer wird. Da gibt es dann noch einen Ergänzungsrucksack für jede weitere Person quasi. Und da sind halt so alle möglichen Sachen drin, die wichtig sind. Also ich sage jetzt mal ein Erste-Hilfe-Set, was zu trinken, entsprechend portioniert. Schreiben auf ihrer Seite unter ihren Produkten, also dadurch war es mir jetzt nur gerade, oder dadurch war es mir besonders aufgefallen, dass das, was in ihrem Rucksack drin ist, sich auf die Checkliste des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz bezieht. Und ich fand das so als Idee nicht verkehrt. Über den Preis kann man jetzt streiten, die Sachen sind alle rund 10 Jahre haltbar. Kannst du mal einen Preis nennen? Das ist ja jetzt nicht verfänglich dort. Was würde so Also eine der Vollausstattung kosten?
Warte, wir machen das mal andersrum. Also der Denk an Notrucksack. deine 3 Minuten. Genau, das Notgepäck Echo für eine Person kostet jetzt hier 69 Euro. Und wenn du richtig auf die Kacke hauen willst, dann zahlst du für das Premium-Ding mit 100 Einzelprodukten 230 Euro. Okay, finde ich jetzt, also je nachdem, was drin ist, aber hätte ich jetzt mir teurer vorgestellt. Mal davon abgesehen, dass ich weiß, wie, also als ich nach Teltow gezogen bin vor 3 Jahren, sind wir hier erheblich belastet gewesen mit Stromausfällen. Seit 3 Jahren jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Und ja, wenn du dann im Dunkeln sitzt, dann merkst du bei so Kleinigkeiten, die vielleicht auch nur 1 Stunde dauern, wie wenig gut vorbereitet du bist. Ja, genau, also heutzutage sind ja die wenigsten Leute haben ja noch einen Vorrat, einen großen. Das ist heute eher so just in Es fängt ja schon time. bei Kleinigkeiten an, wie Batterien für Taschenlampen. Ist deine Taschenlampe aufgeladen? Hast du eine Gen genau, Kerze oder genau. sowas? Und sie schreiben hier halt, wie gesagt, die Produkte sind gemäß der Checkliste des Bundesamts für Bevölkerungsschutz zusammengestellt. Ich glaube, der Basisrucksack ist es hier. Also es gibt verschiedene Varianten natürlich. Ist darauf ausgelegt, 7 Tage zu verpflegen mit Frühstück und einer Hauptmahlzeit und dann auf 2200 Kalorien quasi zu kommen, also dem normalen Auskommen oder dem normalen Energiebedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen. Fand ich so als Idee nicht schlecht, weil du es halt alles in einem Rucksack hast oder wenn du halt nur Nahrung nimmst, kriegst du es halt in einem entsprechenden Karton, dass du den irgendwo hinstellen kannst, also quasi verwahren kannst, darfst halt nur nicht vergessen, wo. Und das gleiche gibt es dann nochmal für Stromausfall, wo es nochmal verschiedene Pakete gibt. Fand ich so als Idee gar nicht verkehrt, bevor man halt die Checkliste vom Bundesamt nimmt, losrennt und dann nicht weiß, wie man das quasi verstauen soll, hat man das hier halt relativ gut verpackt. Also jeder, der sagt so, hey, genau nach sowas habe ich schon mal gesucht, schreibt uns gerne an, dann teilen Einfach wir mal euch die Seite googeln. mal mit. Ja, oder auch so, ja, oder googelt es halt. Wir teilen euch. Affiliate-Link von uns und wir Ja, verdienen noch genau, wir kriegen daran. nichts dafür, aber ihr zahlt nicht mehr, aber wir kriegen was dafür. Nein, Quatsch. Aber so eine, weiß ja nicht, ob sich jemand schon mal so einen Gedanken gemacht hat. Mir passiert es hin und wieder mal, dass ich über ein Problem nachgrüble, sehe dann bei irgendwem anders, wie er das macht, denke mir, ja, so blöd hättest du auch sein können. Warum hast du da nicht dran gedacht? Von daher, überlegt doch mal, ob ihr euch einfach einen Rucksack voll macht. Okay, ich glaube, das waren gefühlt länger als 3 Minuten, aber Ja, die das kriegen waren wir auch zweimal noch. drei Minuten. Das waren zweimal 3 Minuten. Ja, wir haben Genau. heute auch weniger Themen in den Das Quickies. deswegen spare ich mir mein zweites Thema und du hast jetzt nochmal 6 Minuten für deine zwei Themen. Ja, erstes Thema, das kann ich tatsächlich in unter 3 Minuten abhaken. Ich hatte ein sehr witziges Erlebnis Ende letzter Woche gehabt. Wir haben Okay. doch sehr, sehr intensiv darüber auch diskutiert und ihr habt ja die Breitscheidplatzfolge gesehen, wo wir das schon das Sicherheitskonzept kritisiert haben, sachlich kritisiert haben aus unserer Sicht. Apropos Breitscheidplatz, kurzer Einwurf, da hatte ich ein Feedback bekommen, dass wir uns wegen dem Turm nochmal was überlegen müssen, Ja. weil mir jemand gesagt hatte, dass ich teilweise in den Aufnahmen schlecht zu verstehen gewesen. Haben wir Wären. aufgenommen, Ja. genau, Wären sind, haben gesein. Haben wir aufgenommen, machen wir uns für eine nächste ähnliche Folge einen entsprechenden Vermerk, sodass dann der Ton hoffentlich besser ist. Jetzt Genau. wieder zurück zu dir. Zu mir, wir hatten ja darüber gesprochen und letzte Woche hatte ich die wundersame, ja, medizinisch würde man sagen, wundersame Heilung. Hier im Sicherheitsbereich sagt man vielleicht die wundersame Heilung der Anschlagsgefahr. Wer das Bild gesehen hat, weiß, was ich meine. Am Potsdamer Platz, Weihnachtswelt, Touristen-Hotspot, jetzt sowieso über den Jahreswechsel. Wer in Berlin war, bewegt sich auch also an der Silvesterparty oder Silvester an sich in Berlin gefeiert hat, bewegt sich um Potsdamer Platz herum. Und ganz interessanterweise, auch wenn der Weihnachtsmarkt noch 3 Tage gegangen ist, haben sie Ende letzter Woche die Anti-Terror-Sperren jetzt mal in Anführungsstrichen gesetzt, weil wir nächstes Jahr können wir vielleicht am Potsdamer Platz gehen, weil das ist auch ganz interessant, was die da für Sperren benutzen. Sperren in Anführungsstrichen. Haben sie abgeräumt und ich dachte mir, oh geil, so die letzten 3 Tage des Weihnachtsmarktes hat man offensichtlich eine neue Gefährdungsbeurteilung erstellt und festgestellt, oh ja, am Potsdamer Platz wird jetzt nichts mehr passieren. Das gibt es auch schriftlich von der ISIS und sonstigen Terrororganisationen, dass der Potsdamer Platz ein Safe Place ist. Nein, Spaß beiseite. Also auf Deutsch sagt, belegt das wieder für mich, dass diese ganzen Sicherheitskonzepte einfach unausgegoren und kritikfähig sind. Das siehst du einfach nur falsch. Neues Jahr bedeutet, dass wir neu zählen und im neuen Jahr, also in 2020, haben wir halt noch keine Terrortoten, weswegen es ja quasi auch gar keine Bedrohung gibt, weil
gab ja noch nichts. Insofern können wir die Ah, Sperren okay. auch abbauen und deswegen, wenn Weil ist jetzt ja bisher quasi. noch 2020 nichts passiert. Genau, Außer in deswegen ist Paris 20. am Freitag und Ja, das ist ja ja. außerhalb von Deutschland. Ah, okay. Aber deswegen ist Deutschland jetzt quasi 2020 6 Tage lang super sicher. Deswegen bauen wir die Sperren auch ab. Und wenn morgen jemand irgendwo reinkachelt und 5 Leute mitnimmt, dann ist Deutschland ein bisschen weniger sicher. Aber aufgrund der Zeitspanne, die ja noch dahinter steht, in Relation, ist das ja quasi wieder sicher. Kannst dich noch an unseren einen Chef erinnern? Wir haben mehr Diebstahl. Ja, wir haben ja auch mehr Mitarbeiter. Das heißt, das ist ja immer noch Durchschnitt. Ne, das ist die Genau, gleiche Erklärung so. quasi. Da Man sitzt muss ihr halt wahrscheinlich Zahlen jetzt. schön rechnen können oder für sich Genau, selber man rechnen muss es können. halt nur erklären können. Das ist halt das Problem. Zweites Quickie-Thema, ganz schnell, und dann haben wir hoffentlich irgendwie die Zeit auch wieder aufgeholt. Ich weiß nicht, ob du meinen Jahresrückblick gelesen hast. Mir ist aber da nochmal Nein. explizit aufgefallen, und das ist eigentlich mehr ein Wunsch als, als ein Hinweis. Wenn man sich letztes Jahr 2019 anguckt und 2018 habe ich ja schon eingeschrieben und mir gewünscht, dass wir besser werden und mehr aus den Ereignissen lernen. Ganz ehrlich, wir haben null gelernt. Und das einfach nur mal nochmal an diese Thema Museumsthematik. Wenn man sich das alles nochmal so diese Ereignisse vor Augen führt, was im Bode-Museum passiert ist mit der Goldmünze, was hier in Berlin mit dem Goldnest der Marzahner Schule passiert ist und was letztendlich im grünen Gewölbe passiert ist, alles eine Suppe, möglicherweise alles eine Tätergruppierung und in allen Fällen einfach ein schlechtes, richtig schlechtes Sicherheitskonzept. Ohne das jetzt hier weiter ausführen zu wollen, ich glaube, das ist auch genug in den Medien berichtet worden. Einfach jetzt nochmal für 2020 so ein bisschen die Hoffnung, ah, vielleicht haben wir jetzt tatsächlich endlich mal was gelernt. Wenn nicht, sind ja nur drei Vorfälle passiert. Vielleicht müssen noch zwei weitere passieren, aber ich glaube einfach, wir müssen viel, viel, viel mehr aus den einzelnen individuellen Ereignissen lernen, und dann bitte auch sofort Maßnahmen anpassen und sich nicht erst 3 Jahre überlegen, was für Maßnahmen ich, da noch ergänzen kann. Das war's. Im Durchschnitt waren wir, glaube ich, gut mit unseren Quickies, von den Minutenanzahl zumindest. Ich würd sagen, wir haben die Zeit wieder aufgeholt. Du hattest eigentlich noch ein Thema, das hatte ich gesehen, Silvesternacht und Silvesterbilanz. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt trotzdem noch schnell machen wollen, bevor wir zu deinem eigentlichen Hauptthema kommen, weil. Ich weiß es nicht, möchtest du was zu Silvester sagen? Ich meine, Silvester, ja, Silvester ist passiert. Ja, na, einfach mal gucken, Wenn wie. du möchtest du, dass ich ein Statement zu Silvester absetze? Ich habe ein ganz knappes und kurzes Statement. Ja, gerne. Gib mir dein Statement. Ich glaube, es war ein Fehler gewesen, Böller-Verbotszonen einzurichten. Und zwar aus dem Grund, wenn ich Böller-Verbotszonen einrichte, dann brauche ich viel, viel, viel mehr Kräfte, um A, die Böller-Verbotszonen zu kontrollieren und gleichzeitig für Sicherheit in der restlichen Stadt zu sorgen. Mein Plädoyer an dieser Stelle, lasst uns doch bitte keine Böller-Verbotszonen einrichten, sondern Böller-Erlaubniszonen, sodass wir praktisch je Bezirk oder je Stadtteil, wie auch immer das nachher aufgestellt werden muss, einen Bereich haben, wo sich das ganze Thema Feuerwerk sicher konzentriert, wo dann eben auch die Polizei sich fokussieren kann auf diesen Platz, die Feuerwehr, die Rettungsdienste und wir möglicherweise, so meine These, auch wenn sicherlich nicht der Rest der Stadt dann kontrollierbar ist und mit Verbotszonen, aber möglicherweise sich so stark reduziert, dass es vielleicht auch zu weniger Einsätzen durch die Polizei, durch die Feuerwehr kommen muss und dass vor allem alles das, was jedes Jahr wieder in einer Endlosschleife und der Wiederholung gefordert wird, achtet auf die Tiere, Thema Umweltschutz, Thema Gefährdung von Dritten, vielleicht damit auch irgendwie begegnet werden kann. Punkt. Ja, finde ich eine interessante Idee mit den Erlaubszonen. Ich aus Nachrichten weiß, hat es ja dieses Mal wohl auf Sylt, wo es grundsätzlich verboten ist, nicht geklappt. Da hat man wohl geböllert. Vielleicht um das Ganze in ein gewisses statistisches Licht zu rücken. Habe ich mir gerade mal die Bilanz der Berliner Polizei aufgemacht und die haben zwischen 18 und 6 Uhr 3065 Notrufe angenommen. Im Vorjahr waren es 2979. Insgesamt wurden 2039 Einsätze in dieser Zeit registriert. Im Vorjahr waren es 1721. Krass, dann haben die einen Lost Call von über 1000 Anrufen. Das ist ja schlecht.
Okay, Ja, schlecht würde ich jetzt nicht behaupten, aber ich weiß, vor 2 Jahren musste ich selber die Feuerwehr rufen. Du kommst in der Silvesternacht, auch nach Mitternacht, bei uns hat ein PKW in der Straße gebrannt, kommst du nicht durch. nee, Kannst du klar, vergessen. da ist halt die schlimmste Zeit des Jahres, in Anführungszeichen, wenn man jetzt mal den Karneval hinauslässt oder den Berliner Alltag. Aber also die Zahlen der Polizei zeigen ja, dass es, ich sag mal, ein moderater Anstieg war. Jetzt bei den registrierten Einsätzen waren es knapp 300 mehr. Bei den eingegangenen Notrufen waren es nicht mal 100 mehr. Ein bisschen weniger als 100, knapp 90 mehr. Von daher würde ich sagen, rein nur von diesen Zahlen, ne, ohne jetzt tiefer reinzugehen, würde ich sagen, es ist halbwegs vernünftig geblieben. Es ist und bleibt ein Problem, dass Rettungskräfte nicht durchgelassen werden oder dann auch noch ja, quasi behindert werden. Und das ist ein Thema, das sollte diese Gesellschaft eigentlich nicht zulassen, in meinen Augen. Aber das ist bei den Sicherheitsphilosophen falsch. Da kommen wir dann zu den Sozialphilosophen. Das ist unser neuer Podcast für nächstes Jahr. Nein, Quatsch. Ja, ich denke, es geht schlimmer. Hatten wir Wobei, gerade wenn eben du, schon. ja, es ist, also ich glaube, ich würde mich da auch nicht auf die nackten Zahlen verlassen, wenn du mal ein Nein, bisschen, natürlich nicht. Nein, ich habe natürlich mir nicht. an dem Abend, habe ich ein bisschen parallel, weil Silvester einfach nicht so mein Ding ist, also da habe ich halt eben Zeit, den Twitter-Account der Berliner Polizei verfolgt, auch jetzt noch nachvollziehbar, weil die haben wieder Notrufe getwittert eine ganze Nacht lang. Ah, schön. Wenn du dir da angeguckt hast, weswegen die Leute Silvester den Notruf anrufen. Ja, Ich mein hatte. liebstes Beispiel ist, das ist auch durchgegangen medial. Ja, hier werfen sich zwei Männer unangezündete Böller immer hin und her. Ja, das habe Ja. ich auch gelesen. Was ich richtig gut fand, war, da hatte eine Person bei der Polizei angerufen, wohl schon zum zweiten Mal. Und sie möchte, dass die Schwiegermutter das Haus verlässt Ja, oder ja, irgendwie so. ja, Fand ja. ich auch gut. So, das sind einfach Zahlen, die dann hochpushen, wo du dann, aber das ist gut, dass deswegen dann der Ausnahmezustand angerufen werden kann, dass eben Einsätze auch priorisiert werden können. Ja. Und das ist sehr wichtig, dass diese Einsätze dann auch ganz unten Ja. stehen. Gut, blockiert dann wieder auf der anderen Seite den Notruf, weil dann er wieder anruft, naja. Ja, aber Das ansonsten denke ist. ich mal, Krefeld würde ich jetzt an dieser Stelle nicht diskutieren wollen. Ist wahrscheinlich scheiße gelaufen. Ich finde es gut, dass sich die drei Frauen offensichtlich dort gestellt haben. Das spricht wiederum für unsere Gesellschaft. Richtig, das muss man anerkennen. Also, dass die sich da gestellt haben und sagen, ey, okay, vielleicht können wir es gewesen sein, weil wir haben was Verbotenes gemacht. Finde ich gut. Das ersetzt nun mal nicht den ältesten europäischen Gorilla, war es, glaube ich, der da wohl verbrannt ist. Und auch die ganzen anderen Tierleben. Überleben, was ist wertvoller, Mensch, Tier, was auch immer, kann man diskutieren, will ich aber gar nicht. Da sind Tiere verstorben, was nicht hätte sein müssen. Finde ich aber zumindest schon mal ein starkes Statement, dass die sich nicht wie viele andere in unserer Gesellschaft einfach in der Anonymität wahren, sondern dass sie wirklich sagen, okay, ich habe Scheiße gebaut, da muss ich jetzt auch dazu stehen. Finde Da ich, können sich viele eine Scheibe abschneiden, ja, also definitiv. das unabhängig von dem, was passiert ist, finde ich, muss man dem, dieser Sit oder dieser Handlung muss man einen gewissen Respekt abzollen. Genau. Da gebe ich dir vollkommen recht. Gut, dann lass uns das auch mit den Quickies gewesen sein. Nicht, dass wir das Ganze überstrapazieren. Und dann haben wir jetzt noch ein paar Minuten Zeit, um uns dem Hauptthema anzunähern. Richtig, ja, Vorsichtig was sagen. Hauptthema würde ich jetzt nicht, aber das ist so, wir wollen ja auch immer gucken, was so passiert und man kann ja auch Gott sei Dank sagen, das Jahresende von 2019 und der Jahresanfang von 2020 ja relativ ruhig verlaufen ist, Gott sei Dank, was Zumindest zumindest für uns unsere Branche. Meldungen, also für unsere Branche ruhig verlaufen ist. Nichtsdestotrotz habe ich mal ein Thema rausgenommen, was ich gerne mit dir besprechen würde, weil ich glaube, das ist auch wieder so eine gute Entscheidung trifft Verwaltungsgeschehen. Worum geht's? Habe es mal so lapidar und direkt formuliert. Freistaat Bayern ersetzt Schlägertrupp durch Schlägertrupp, aber vielleicht eins nach dem anderen. Es geht um das Ankerzentrum in Bamberg. Kurzer Abriss vielleicht für diejenigen, die es nicht verfolgt haben. Im Mai letzten Jahres berichtete der Bayerische Rundfunk als erstes oder als erste über sogenannte Schlägertrupps, die im Ankerzentrum Bamberg zum Einsatz gekommen sind. Man sprach von systematischer Gewalt, die Schläge auf die Hände, Pfeffers ins Gesicht und Tritte
auf dem Boden liegende, auf dem Boden liegende Person. Alles in allem in einer Situation, um den Kontext mal ein bisschen zu beschreiben, der Gewaltvorwürfe, die zum Asylunterkunft in Burbach, wo ja der Prozess noch läuft, publik wurden, was auch dazu führte, dass sich die Medien da auch draufgestürzt haben und versucht haben, deutlich mehr Informationen zu filtern. Die ARD berichtete dann im Juli darüber, dass es sogenannte Einsatzteams gegeben hätte, die auf bestimmte Auslöser bei den Bewohnern, sei es renitentes Verhalten, Gewalt, Vergehen oder ähnliches, reagiert hätten. Und auch wieder, Klammer auf, Kontext Burbach, wo es ja auch WhatsApp-Gruppen gab, auch dort WhatsApp-Gruppen geführt wurden, wo sich Mitarbeiter offensichtlich zwar intern, aber die wurden dann veröffentlicht, dazu enttäuscht äußerten, dass sie bei geschilderten Ereignissen, wo das Einsatzteam schlagkräftig eingegriffen hat, nicht Schlagkräftig. anwesend waren. Toll. Also nicht, wie bitte? Die Formulierung war toll, wo Sicherheitsmittel schlagkräftig die eingewirkt haben. Das ist eine Ja, schöne Formulierung. ich versuch das vorsichtig zu formulieren, weil das Problem in diesem ganzen Kontext war, dass die Staatsanwaltschaft sich offensichtlich auch dort extrem schwer getan hat, diese Sachverhalte zur Strafverfolgung zu bringen. Man sprach zwischenzeitlich davon, dass die Strafverfahren einfacher gegen Asylbewerber zu führen seien als gegen die Sicherheitsmitarbeiter. Oh, das ist aber ein ganz schlechtes Statement. Ja, Hinzustellen und zu sagen, wir stellen die Verfahren ein, weil es ist einfacher, gegen den Asylbewerber zu ermitteln als gegen den Ja, man Sicherheitsmitarbeiter. hat, also man, es wäre ist nicht so, wie es wäre einfacher, also beziehungsweise so in dieser direkten Form hat man es nicht formuliert, aber die Anzahl der eröffneten Strafverfahren sollen dies zumindest belegt haben. Ich versuche es mal so im Konjunktiv Ja zu gut, aber das ist, formulieren. also selbst wenn das die Interpretation des eigentlichen Wortlautes ist, den ja nicht nur, ich sag mal, hochakademische Personen daraus lesen können, sondern quasi, ich sag mal, das einfache Volk, in Anführungszeichen, Das uns natürlich dann nicht zuhört. ach, keine Ahnung, ich würde mich jetzt nicht zu dem Hochakademiker zählen, aber wenn quasi, ich sag mal, die breite Masse das aus diesem Statement rauslesen kann, das ist wie mit dem Beispiel, das ich mal von der Berliner Feuerwehr gebracht habe, dann ist das PR-technisch eine ziemlich beschissene Aktion oder auch eine ziemlich schlechte Situation, auch einfach nur für die Staatsanwaltschaft. Selbst wenn sie damit ausdrücken wollen, dass die Anzahl der Strafanzeigen oder was auch immer den Schluss zulässt, dass das quasi so eine, ich sag mal, Racheaktion war, von wegen, der zeigt mich an, dann zeige ich den jetzt auch an. Und dass sich daraus einfach ergibt, dass die dargemachten Vorwürfe nicht haltbar sind, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Also dann kann ich das ja nachvollziehen, aber das zumindest pressetechnisch so zu formulieren, dass ich da rauslesen kann, naja, gegen einen Asylanten zu ermitteln, ist einfacher als gegen einen deutschen Staatsbürger. Finde ich, also nicht mal aus einem diskriminierenden Bereich heraus, aber finde ich sehr, sehr schlecht und ziemlich ja, kompliziert, um das so zu formulieren. Wenn das, also ich kenne den genauen Wortlaut nicht, aber wenn Es das so kommt noch besser. rüberkommt, oh, super. Pass mal auf, es kommt noch besser. Dann halte ich Also mich noch zurück. die Landesregierung Bayern hat aus meiner Sicht alles richtig gemacht, hat gesagt, okay, es gab auch noch ein paar andere strukturelle Defizite etc., aber diese Vorwürfe sind einfach groß. Wir schreiben neu auf und zwar zum 1. September. Würde ich an dieser Stelle sagen, okay, der letzte größere Bericht dazu Mitte Juli und zum 1. September neu ausgeschrieben, finde ich eine gute Zeit an für sich. Also das muss man denen halt letztendlich auch entgegenwirken und sagen, okay, es braucht so eine Ausschreibung und das war offensichtlich eine EU-Ausschreibung, EU-weite Ausschreibung, die braucht halt ein bisschen Vorbereitungszeit, die muss durchgeführt werden, da gibt es ein paar Verfahrenszeiten oder ähnlichem. Aber alles in allem erstmal eine sportliche Zeit. So. Diese Ausschreibung, an der sich übrigens das bestehende, also dieses mit den Vorwürfen konfrontierte Unternehmen, hat sich dort auch beteiligt, hat jedoch nicht den Zuschlag bekommen.
Zuschlag bekommen hat eine Firma, die bereits in Halberstadt, und darüber haben wir auch in einem unserer Podcasts schon gesprochen, ebenfalls ins Fadenkreuz der sächsischen Regierung gekommen ist, weil es dort Gewaltvorwürfe gegenüber den eingesetzten Sicherheitskräften gab, wenn du dich erinnerst oder ihr euch auch erinnert, das ist diese Situation, wo es im April 2019 diesen Vorfall gab, der auch auf YouTube dokumentiert wurde. Der das war das auch mit dem Typen, der dem Flüchtling in den Rücken getreten ist, ne? Genau, wir haben, glaube ich, auch sehr, sehr lange und sehr intensiv darüber gesprochen. Ja, haben wir. Über die Verhältnismäßigkeit und selbst wenn da was vorgefallen ist, professionelles Eingreifen und sowas. Genau, ich wollte nur nochmal sicher gehen, dass ich das jetzt nicht mit was anderem verwechsel. Genau, dieses Unternehmen hat jetzt für Bamberg den Zuschlag bekommen. Also, ja gut, aber wenn ich das hier aus dem einen Bericht hier lese, Ermittlung gegen Sicherheitsdienst, Regierung von Oberfranken lässt Zeugen abschieben. Einen Geflüchteten, der mehrere Übergriffe durch Security-Mitarbeiter in der Nacht zum 11. Dezember gesehen haben will, hat die Regierung von Oberfranken im Februar abschieben lassen, noch bevor es zu einer Zeugenvernehmung gekommen ist. Du merkst, worauf ich hinaus will. Also wir wissen ja alle, dass Bayern von seiner Einstellung gegenüber bestimmten Themen, ich sag mal, ein wenig... harte Linie fährt. Lass es mich... Ich hätte jetzt gesagt, ein wenig, um das freundlich zu formulieren, hätte ich jetzt gesagt, ein wenig konservativer eingestellt ist als der Rest der Republik. Aber, also... Den Sicherheitsdienst, der schon vorbelastet ist durch aufgezeichnete Vorfälle einzusetzen in einem anderen Flüchtlingsheim oder Asylantenheim oder wie auch oder Auffangzentrum, wie auch immer wir das Ding nennen wollen, weil es da auch Probleme mit dem Sicherheitsdienst gab. Und dann auch noch hier zu lesen, dass Oberfranken offensichtlich einen potenziellen Zeugen hat einfach abschieben lassen und ich wette mit dir, die wussten, dass das ein Zeuge war, auch wenn sie es nicht zugeben werden. Das, also. Aber, also, diesen Irrwitz, ne? Also, du hast eine gute Sache. Also, nicht das, was du überall auch in Halberstadt erlebt hast und auch in Berlin erlebt hast. Ja, wir ziehen persönliche Konsequenzen, die Mitarbeiter werden entlassen, wir stellen neue ein. Du, wir versprechen, ja, dass halt das nie nicht wieder passiert. Ja, man hat, also, ich finde es ja viel schlimmer, man hat an dieser Stelle gelernt und hat gesagt: Pass auf, okay, wir schreiben neu aus. So. Und ich wette mit dir, wenn ausgeschrieben wurde in einer Art und Weise, und das ist ja der letzte Punkt, der das ja diese ganze Situation zum Irrwitz bringt, sicherlich auch, ohne jemandem was zu unterstellen, aber so passieren Ausschreibungen, sicherlich auch in einer Art und Weise, wo man gesagt hat, ey, dieses Unternehmen, was bisher tätig war, das kann nicht mehr bei uns weiterhin tätig werden. So, ja, das darf die Ausschreibung nicht gewinnen. So. Das dürfte zur Ausschreibung einfach gar nicht zugelassen werden. Ja, aber da wenn es EU-weit ist, hast du nochmal andere Vergaberichtlinien und sowas. Ja, aber trotzdem, du kannst mir doch nicht erzählen, dass EU-Recht aussagt, die müssen sich bewerben können und auch noch mit in das Auswahlverfahren mit aufgenommen werden, wenn gegen die ganz klare rechtsbrechende Fakten vorliegen. Ich guck mal parallel. Ich meine, es gibt ein Urteil nämlich dazu, wo es um also das ist also in meinen Augen ist das ad absurdum, aber Recht haben und Recht kriegen sind ja zwei verschiedene Dinge. Ja. Aber das zieht doch dem das läuft ja ferner liefen dann. Also warum? Also das würde ja genau solche Herrschaften, Geschäftsführer, Unternehmer, wie auch immer, darin bestärken, damit weiterzumachen, was sie machen, weil selbst wenn sie dafür bestraft werden, und in der Regel sind das ja die einzelnen Mitarbeiter und nicht das Unternehmen, das bestraft wird, weil das stellt sich ja dann nicht hinter seinen Mitarbeiter, das ist ja keine Strafe für die. Die wechseln einfach ihre Mitarbeiter aus und dann können sie die gleiche Scheiße nochmal abziehen. Das ist doch... Also Ausschlussgründe und deshalb ist das auch relativ schwierig, warum die sich dann trotzdem beteiligen können, können natürlich unter anderem sein, es gibt da für Vergabeverfahren mehrere, so mal salopp gesagt, Beantragung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Bieters kannst du ja rausnehmen, unzulässige Wettbewerbsabsprachen, Fragezeichen, Verstoß gegen Formvorgaben, auch Fragezeichen, unzulässige Änderungen an Vergabeunterlagen und jetzt kommt der richtige, der
der wichtige Punkt, zurechenbare strafrechtliche Verurteilung. Und das ist halt wirklich, glaube ich, an dieser Stelle ein Problem, warum du diesen Mieter trotzdem zulassen musst, weil du eben über dieses Thema strukturelle Defizite, und ich meine, so eine Wortwahl kommt ja nicht von irgendwoher, sondern du willst ja damit, gehst ja da schon in Vorleistung damit, bestimmte Begründungen auch für ein Klageverfahren zu finden, was übrigens eingeleitet wurde. Das ist ja der ganze Irrwitz an dieser Situation. Aber nicht gegen das Unternehmen, oder? Sondern gegen die Sondern gegen einzelnen die Mitarbeiter. Vergabe. Gegen die Vergabe. Achso, was meinst du? Zurechenbare. Nee, Du meinst. die Genau, gegen das strafrechtlichen. Unternehmen, beziehungsweise Geschäftsführung und Führungskräfte und ähnlichem. Jetzt mal ganz Ja, aber salopp dann ist es gesagt. doch genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ja, aber Nee, die sind nicht Verurteilung. Die verurteilt. sind noch Ja, nicht okay. verurteilt worden. Ja, aber So. das ist doch ad absurdum. Also, sorry. Also, das Ja, ist also, doch jetzt, aber das das ist ist ja doch das, was ich sagen möchte. Korinthenpackerei. Ja, aber das ist ja das, was ich jetzt sagen möchte an dieser Stelle, ne? Ich meine, Es klar, wird keiner alles ist, richtig gemacht. Man keiner. sagt, man geht in eine neue Ausschreibung Also ich kann das vollkommen und dann fängt die nachvollziehen. Scheiße auf gut Deutsch an. Nämlich Naja, ich gut. suche, es gewinnt ein Bewerber, der wegen gewalttätigen Übergriffen bundesweit medial schon also aufgefallen ist. Ich habe offensichtlich, es gibt jetzt eine Beschwerde, das ist ja der letzte Punkt, den ich ansprechen will. Es gibt eine Beschwerde. Zum 1. September soll ausgeschrieben werden. Wir haben heute den 6. Januar, wir nehmen am 6. Januar auf. Also September, Oktober, November, Dezember, 4 Monate liegt jetzt die Beschwerde vor. Das heißt, 4 weitere Monate, in denen das Unternehmen dem strukturelle Defizite vorgeworfen wurden, wo es offensichtlich jetzt doch Ermittlungen gibt der Staatsanwaltschaft, beziehungsweise diese krassen Vorwürfe existierten, die weiterhin in dieser Einrichtung tätig sein können. Und da sage ich einfach, wo eine gute Idee einfach dazu führt, dass am Ende trotzdem Scheiße rauskommt. Ja gut, aber das ist, glaube ich, dem Fakt geschuldet, dass man, also dass es ja immer noch gilt, du bist unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist. Ist ja richtig, ja. Genau, das gebe ich dir vollkommen recht, das ist ja auch richtig. Aber wie du halt schon sagst, dann sich auf Unternehmen einzulassen, medial eine gewisse Brisanz mit sich bringen, die im Verdacht stehen, strafrechtlich falsch gehandelt zu haben. Also was machen, also jetzt mal davon ausgenommen, die gewinnen, also die haben die Ausschreibung gewonnen und die werden jetzt noch rechtskräftig verurteilt. Dann, also, Dann das ist doch. hast du nichts gewonnen. Und Nee. das ist ja das, was ich damit sage, wo du dann sagst, ey Leute, bitte denkt doch mal zu Ende und schaut euch mal die Bewerber an, die mit dort an dem Tisch sitzen. Ich will ein Problem lösen, was ich habe, weil ich einfach durch die Presse gegangen ist, dass dort offensichtlich auch, und das kommt ja auch hinzu, Auftraggeberkontrollpflichten verloren sind, weil es wieder eine Eigendynamik entwickelt hat, dass dort Einsatztrupps gebildet werden konnten. Dass man offensichtlich nicht mitbekommen hat über einen längeren Zeitraum, wie sich eine Gewaltspirale dorthin entwickelt hat. Und dann treffe ich die richtige Entscheidung und sage, okay, dieses Unternehmen soll nicht mehr für uns tätig sein, gehen in die Ausschreibung und was tue ich? Ich hole mir das nächste vorbelastete Unternehmen rein. Also so blöd muss man doch erstmal sein. Ja, ich glaube, da sind wir halt wieder in den Verwaltungswirren, ne? Bürokratie, die Wege der Bürokratie sind unergründlich, wie man so schön sagt. Was mir nur gerade noch aufgefallen ist in diesem einen Bericht hier, da steht also geht ja um diese Chatgruppe und da steht, die Gruppe nennt sich Son of Odin. Der Name weckt deutliche Assoziationen zur rechten Szene und ist im Fall der Mitglieder des Chats wohl auch von dort inspiriert. Ich weiß nicht, ist Son of Odin irgendwie eine rechte Gruppierung, die man kennt, oder beziehen die das jetzt ausschließlich darauf, dass man sich auf die nordische Mythologie? Das ist eine gute Frage. Weil, Keine also, Ahnung. ich muss ehrlich zugeben, also, wenn es so eine Gruppe ist, dann sage ich dazu nichts, ne? Nur, ich weiß nicht, also. Nur weil man nordische Mythologie verfolgt, wobei ich die jetzt nicht in Schutz nehmen will, aber nur aus nordischer Mythologie jetzt eine Assoziation zur rechten Szene zu machen. Gut, die nutzen, glaube ich, die Symbole relativ stark, aber wenn ich jetzt irgendjemandem sage, dass ich auch inzwischen einen Ring trage, der nordische Symbole zeigt, und ich bin mit Sicherheit alles, aber nicht rechts, dann, auch nicht, dann. Weiß ich nicht. Also gut, das ist jetzt so eine Randbemerkung, das hat mit dem eigentlichen Thema nicht viel zu tun. So als mythologiebegeisterte Menschen fiel mir gleich wieder auf, dass hier
wieder stark übereifrig denunziert wird, wie man so schön sagt. Aber gut, da kann ja was Wahres dran sein. Ich kenne mich mit solchen Gruppierungen nicht so gut aus. Erzähl mal ein bisschen weiter und ich lese in der Zwischenzeit noch andere Sachen. Ich lese mich parallel weiter dazu ein, weil Son of Odin scheint tatsächlich. Naja, ich sehe hier nur irgendwie ein MC, steht hier was. Also scheint offensichtlich Motorradclub zu sein. Hätte ich jetzt mal vermutet. Wobei das ja auch noch nicht. Oh, nee, warte mal. Waren bereits 2065 per Beschluss. Was? Per Beschluss in der Karlsruher ansässigen Büro. Verfassungsfeindlichkeit Extremismus verboten und mit Kuttenverbot belegt. Ah, okay. Also offensichtlich Sons of Odin MC in der ADL. Was ist denn die ADL? Allianz Deutscher Länder. Okay, wir sind hier offensichtlich. Ah, nee, okay, vergiss es. Das ist ein Rollenspiel, vergiss es. Nee, ich bin gerade woanders und da steht, Sons of Odins bezeichnen sich selbst als 100% RAC, wobei RAC, Abkürzung für Rock Against Communism, in der rechtsextremen Szene ist dies der Sammelbegriff für rechtsextreme Rockmusik. Ja, okay, gut, dann ja, nehme ich zurück, was ich gesagt habe. Aber ja, also das würde ich jetzt auch daran nicht Aber da würde ich gleich gerne mal was anderes testen, was mir gerade noch eingefallen ist. Wenn ich dir sage, es gab eine, ich hoffe, du hast davon noch nichts gehört, es gab eine Gruppe von 5 Leuten, die auf ihrer Arbeit, weil sie den Spruch lustig fanden und sie Metzger sind. Bei mir um die Ecke passiert, warum soll... Ach, scheiße. Wieso soll ich davon nichts gehört haben? Also ich muss ehrlich zugeben... Also ich habe bei Hart wie Stahl, Zäh wie Leder, das sind die deutschen Fleischzerleger, nicht sofort an Hitler gedacht. Also ich kenne das Zitat, auf das sie sich ja berufen, oder nicht auf das sie sich berufen, sondern auf das sich die Zeitungsartikel berufen. Aber ich weiß nicht, also findest du das jetzt wirklich so skandalös? Ganz ehrlich, ich habe versucht, weil das ja auch in diversen Gruppen hier man kann es ja ehrlich sagen, ich glaube, ein Klein Machno war das gewesen, das ist die Nachbargemeinde von Teltum. Das sind alles Nazis. Übrigens, Klein Machno, der einzige Wahlbezirk von Brandenburg gewesen, die, ich will jetzt nicht sagen, fast 100% grün gewählt haben. Aber es war der einzige grüne Fleck, wo die Grünen Mehrheit bekommen haben. Der Rest war ja entweder blau für die AfD gewesen oder rot für die SPD. Also, schwierig. Ich glaube, ich habe auch gar keine Lösung dafür, wie wir da rauskommen. Ich glaube, wir leben momentan in einer Zeit... Ja, wir sind alle so übersensibel, finde ich. Ja, sagt übrigens der Richtige, der heute früh mein Bild auf meiner privaten Facebook-Seite kommentiert hat. Aber ja, komm, du glaube, weißt selber, dass das nicht korrekt war, was du da geschrieben hast, ja? Ja, manchmal, also, wenn sie Satire übertreibt, aber es war jetzt nichts, also für die Zuhörer, es war nichts rechts, nichts links, es war ein einfaches Rechenbeispiel gewesen zu einem Zeitungsartikel. Aber ich glaube... Also warte mal, für die Zuhörer, die das vielleicht gerade nicht vor Augen haben, da haben ein paar Leute, die Metzger sind... Achso, ich dachte, du willst jetzt mal das Bild, ja, bevor jetzt hier Gerüchte entstehen. Also nee. Pass auf, ich habe auf meiner privaten Facebook-Seite euch ein Bild gepostet, wo es... Florian, das ist jetzt hier nicht das Thema. Ein Ausschnitt aus einem Zeitungsartikel, wo ein Mann und seine 2 Töchter und ein Sohn, irgendwie 3 Kinder, glaube ich, waren es, befragt wurden, ob sie sich denn das Böllern verbieten lassen würde. So. Und der Mann eben in dieser Mentalität, das wäre eigentlich auch bei dieser sprachlichen Sensibilität auch wieder, der das sofort interpretiert hat in, ja, die Greta verbietet uns alles, gesagt hat, nee, ich habe jetzt hier für 380 € Raketen eingekauft und meine Tochter 17 lässt für jeden Ex-Freund eine Rakete steigen. Moment, aber so. Er hat da auch drunter geschrieben, wenn ein Verbot kommt, werden sie es auch beachten. Ja, gut, das ist aber, das ist jetzt irrelevant für das, was worüber Nein, es ist nicht. Du zerstörst hier so, gerade den Ruf des Mannes. Und bei unseren Milliarden Zuhörern. Richtig, es tut mir sehr leid, er soll eine Unterlassungsklage veranlassen. Ja. Jedenfalls habe ich mir dann den Spaß erlaubt und hab mal ausgerechnet, wie viel Raketen man, nee, für 400, über 400 Euro waren es, aber wie viel Raketen man für über 400 € bekäme.
Und habe mir dann den Scherz dazu erlaubt und gesagt, naja, dann müsste die 17-jährige Tochter 380 Ex-Freunde haben. Respekt für dieses Alter. Fand Raphael nicht so witzig wie ich. Aber davon unabhängig. Es war früh am Morgen, es ist Montag, ja. Sei zu meiner Verteidigung gesagt. Außerdem war das Rechenbeispiel mehr als an nur einer Stelle falsch. Nämlich nicht nur, dass sie 380 Ex-Freunde hat, weil eine Rakete 1,50 kostet, sondern dass der Mann nicht ausschließlich Raketen gekauft hat im Wert von 480 oder 380 Euro. Was somit heißt, dass die Raketen nur einen kleinen Teil ausmachen und eine Rakete mehr als 1,50 Euro kosten muss, weil er ja auch Batterien gekauft hat. Darf ich dich was fragen? Ja, da hat mein innerer Monk sich angesprochen gefühlt, ja. Darf ich dich was fragen? Ja, gerne. Steckst du den Stock Sonntagabend oder erst Montag früh dir in den Hintern? Meistens Montag, der kommt schleichend über die Nacht. Damit ich es nicht so merke. Bilder in meinem Kopf, okay. Nee, Ja, wir kommen jetzt wieder zur zurück zu sprachlichen dem Thema. Also, Genauigkeit. da waren halt Fleischermeister, heißen die ja offiziell im neuen deutschen Berufsbetitelung. Und die haben sich ein T-Shirt gekauft. Alle Mann, weil sie das halt witzig fanden. Und auf diesem T-Shirt steht der Spruch: Hart wie Stahl, zäh wie Leder, das sind die deutschen Fleischzerleger. Und da gab es dann Kunden bei diesen Fleischermeistern, die dieses Zitat, oder da gab es einen Kunden oder mehrere Kunden, die dieses Zitat erkannt haben und gesagt haben, na, das ist doch ein leicht verändertes Zitat von Adolf Hitler. Der hatte damals am 14. September 1935 ja Man Hitlerjugend lernt ja noch propagiert, was bei uns. genau, Ja, für die das lerne ich auch Hitlerjugend schon. propagiert und hatte damals die Jugend beschrieben als flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. War der eine Reichsparteitag in Nürnberg, wenn ich mich nicht irre. Und das ist ja eins der, oder ein, ich sag mal, sehr bekanntes Zitat von einigen von Hitlers Reden. Und einige bringen jetzt quasi diese beiden Sachen miteinander in Verbindung. Und also ich persönlich finde, ja, also sag nicht, dass es falsch ist, dass das jemand sich daran erinnert fühlt oder es falsch ist, aber ich finde, es ist doch schon ein, also ich will jetzt hier nicht auf Björn Höcke machen, aber ich finde es an einiger, also bisschen übersensibel, wenn man wegen einem Zitat wie diesem jetzt gleich auf Adolf Hitler und die Nazizeit schließt, weil, mal ganz ehrlich, hart wie Stahl ist ein gängiger Vergleich. Zäh wie Leder finde ich ist auch ein gängiger Vergleich. Und weil sich das jetzt so schön reimt, haben sie es halt mit dem Fleischzerleger hingelegt. Und das handelt sich hier um Metzger oder Fleischermeister oder wie auch immer man die nennen möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob man da wirklich dieses Fass mit, das ist doch ein Zitat von Adolf Hitler, in Anführungszeichen leicht veränderter Form machen muss. Weil, also, ich finde das mehr als nur leicht verändert. Wenn er Finde ich jetzt schön, gestanden dass du hätte. mich fragst, was ich davon halte und dann deine Antwort gibst. Das interessiert mich doch gar nicht. Nein, aber weiß nicht, also ich finde es Wir eigentlich. können jetzt nochmal so ein Fass aufmachen und sagen, dass das sich einreiht in einer konstanten Kritik und Hypersensibilität, wo es offensichtlich wegen einem paarminütigen, kurzminütigen, von einem Kinderchor gesungenen Lied, es dazu kommt, dass man irgendwelche Gebäude besteigt und Ey, was? wochenlange, ja, das WDR-Gebäude in Köln ist am Samstag, glaube ich, bestiegen worden. Man hat Transparente entrollt, die Polizei hat festgenommen, aus einer, ich sag mal, politisch motivierten möglicherweise Demonstration heraus, wo man jetzt Okay. für Redakteure Personenschutz benötigt, weil es Morddrohungen gibt. Also das alles, ich glaube, diese Wegen dem Hypersensibilität. Kinderchor oder was? Also Ja, ich ja, kenne den ja. Fall nicht. Ich hab mich über Wie die kennst du so? Weihnachtsfeiertage komplett Hast du die aus den letzten Nachrichten und Tage so. geschlafen, die letzten Wochen? Nee, ich, du, Internet ausgehabt? ich habe tatsächlich mir keine Nachrichten Dieses. angetan, weil das kannst du dir ja nicht mehr antun. Ich bin heute Morgen überrascht worden, als meine Kollegen anfingen mit, wir fangen jetzt mit dem dritten Weltkrieg an, weil Trump und Iran sich irgendwie gegenseitig auf die Fresse hauen Aber wollen. es ist schön, dass du in diesem Moment vorbereitet gewesen wärst. Mit deiner Bevölkerungsrucksack da. Nee, ich hab den ja nicht. Ja, du bist andersweitig vorbereitet. Aber du weißt doch, ich bin, ja, ich
Ich müsste nur jemanden finden, der so ein Ding hat, und dann nehme ich ihn den ab. Das ist meine Vorbereitung. Also ich habe zwei Schwimmwesten zu Weihnachten bekommen, also ich kann wenigstens die Flut überleben. Damit du, damit du beim Stromausfall nicht untergehst, finde ich gut. Sehr schön. Ich schwimme in meiner Argumentation. Ja, und ich gehe darin unter. Ja. Nein, also ich glaube, also dieses, das war ja diese Satire-Lied gewesen, um dich mal abzuholen. Herzlich willkommen wieder in der Gesellschaft. Hallo, willkommen. Dieses Lied über diese Oma-Sau, wo dann dieser Klassiker, meine Oma fährt im Hühnerstall mit Motorrad, ein bisschen umgedichtet wurde, mit dem satirischen Hinweis, dass eine ältere Generation möglicherweise doch vielleicht nicht ganz so auf unsere Umwelt aufgepasst hat. Das mal so ganz grob umrissen. Finde ich aber gut und muss ich glatten Schrägstrich Kabarettisten zitieren, der auf der in seinem Bühnenprogramm hat er das mitverarbeitet, nämlich mit, dass häufig doch mal ältere Herrschaften ankommen, sagen, hier, ich habe dieses Land aufgebaut, und seine trockene Erwiderung darauf ist, naja, deine Generation hat auch maßgeblich dazu beigetragen, es in die Scheiße zu reiten, wo ich drüber schmunzeln muss, aber man muss auch ehrlich sagen, das Ding hat einen wahren Kern, also es war nicht unsere Generation, die das Land oder die Länder zerstört hat, sondern es war deren Generation. Liebe Zuhörer, solltet ihr zu diesem Mob gehören, der mit brennenden Fackeln durch die Städte läuft und Morddrohungen an Redakteure und so war das überhaupt gar nicht gemeint. Bitte nach Spandau raus, wir in Teltow haben nur zwei Streifenwagen, da würde ich mich subjektiv auch recht unsicher fühlen. So war das gar nicht gemeint. Ja, ich bin in der Modernen angekommen. Meine nicht vorhandene Freundin hat auch einmal in der Woche für 10 Minuten Ausgang aus der Küche, dann mache ich sie von der Kette los. Wir sollten wir sollten die Folge eigentlich Neujahrsklischees oder weiß ich nicht, irgendwas mit Klischees nennen. Nein, Quatsch. Wir überlegen uns da noch was. Ich sehe das, also. Finde es in Ordnung, wenn Leute das nicht in Ordnung finden, was vielleicht beim WDR oder sonst wo passiert. Ob man daraus aber jetzt gleich eine Hausbesetzung mit Transparenten und weiß ich was für politischen oder nicht politischen Aktionen machen muss. Ja, jeder hat ein Recht auf Meinung und wir müssen uns nicht alles gefallen lassen, aber... Also aber darum geht es ja auch gar nicht. Also wenn ich kann doch sagen, also seien wir mal so, ich bin ja geoutet hoffentlich dazu, dass ich ja ein großer Bewunderer der Kunst von Jan Böhmermann bin. Ich kann ja sagen, wie es ja damals auch war mit diesem Erdogan-Gedicht, ich kann ja sagen, ganz ehrlich, inhaltlich fand ich das jetzt scheiße. So. Finde ich vielleicht auch mit dieser, meine Oma ist eine Umweltsau, kann ich ja genauso dazu stehen. Aber es bietet mir noch lange nicht das Recht A, zu fordern, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird und die Pressefreiheit, das gibt mir noch lange nicht das Recht zu fordern, also Todesdrohungen zu veröffentlichen, Häuser zu kapern, das zu politisieren, dass sich ein Intendant dann genötigt sieht, zurückzurudern und den Forderungen dieses entsprechenden politischen Spektrums da zu einer Entschuldigung nachkommt. Also das ist ja auf einer ganz anderen Ebene als sich eigentlich ein demokratisches Verhalten bewegen sollte. Und deshalb das ist genau das, was ich meine. Also zu sagen, dass man das nicht gut findet und dass man sich darüber beschwert, ist eine Sache, aber quasi da, ich sag mal, militante Aktionen draus zu machen, ist jetzt überspitzt dargestellt, aber da quasi eine Aktion gegen zu fahren und am besten noch eine Organisation gegen zu gründen und quasi raffmäßig den Intendanten erschießen gehen. Also ganz ehrlich, Leute, euch mal wieder ein. Also, und vor allem, das ist die größte Gefahr, die ich da sehe, und das habe ich auch unter jede Diskussion geschrieben, die dazu jetzt schon im Netz geführt wurde. Wenn ich an einer Stelle einfordere oder danach schreie, dass das Grundgesetz letztendlich eingeschränkt werden soll, weil sich das nicht gehört, weil das ich das schlecht finde, der ist auch ganz schnell dabei, auch andere Grundrechte zu reduzieren und zurückzuspulen. Und sorry, also diese Kiste der Pandora sollte ich nicht aufmachen. Lass uns darüber diskutieren, wie auch bei
beim Fallen klein machen und das gebe ich jetzt endlich mal meine Meinung ab. Ja, wir sind, glaube ich, recht hypersensibel. Ich kann es als geschmacklos sehen, wenn natürlich, ich muss es auch immer im Kontext betrachten, wenn natürlich dann die ganzen Metzger auch noch glatzköpfig waren und entsprechende Szene-Tattoos an ihren Oberarmen zu sehen waren, dann würde ich das vielleicht nochmal anders bewerten, als wenn da die Mutti mit ihren zwei Teilzeitjobs da hinter der Theke steht und meinte, dass das eine witzige Idee gewesen ist, dort dieses T-Shirt sich drucken zu lassen, weil der Spruch so cool ist. Also ich glaube, das würde unserer Gesellschaft echt gut tun, auch in 2020, wenn wir mal einfach nicht alles sofort in irgendeine Ecke politisieren und Ja, reinstellen, sondern genau vielleicht das als ist es. allererstes mal darüber reden, ist das jetzt geschmacksvoll, ist das nicht geschmacksvoll? Und wenn ich dann feststelle, okay, das ist nicht geschmacksvoll, dann vielleicht auch einfach mal zu sagen, Leute, das war scheiße, ist so. Ohne zu sagen, das ist rechts, das ist linksextrem, weil diese ganzen Whataboutism, die es da gibt, ja, jetzt sprecht ihr wieder über die Rechten, aber ihr habt ja gar nicht darüber gesprochen, dass es die Linken auch noch gibt und die Straftaten begehen. Ja, Das das sind geht die mir so auf den Schlimmsten. Sack momentan. Das sind sowieso, weißt du, gibt so eine und gibt solche und dann gibt's noch ganz andere und das sind die Schlimmsten. Nee, aber wo wir gerade bei genau solchem Whataboutism oder Hypersensibilisierungen sind, klar, man kann das geschmacklos finden. Ich finde das als Reim, also jetzt nur per se an sich diesen Wortlaut genommen, ich finde es einfach einen witzigen Reim. Und wenn ich dann noch das bei einem Metzger sehe, dann ist das halt in meinen Augen, ist halt witzig. Ne, ohne irgendeine Wertung hin, irgendeine historische, politische oder meinungsbildnische Hintergründe. Ne, also es geht wirklich nur um den Satz in Zusammenhang mit der Person, die quasi diesen Satz verwendet. Ähnliche finde ich das, es gab ja letztes Jahr diese Diskussion um das AfD, um das Logo der jungen Alternativen. Das hast du bestimmt auch mitbekommen. Und zwar hat die junge Alternative von der AfD sich ein Logo kreiert für sich. Und als dieses, ich glaube sogar Jan Böhmermann hatte darüber berichtet, da ist man relativ schnell zu der Annahme gekommen oder zu der Auffassung, dass dieses Logo der jungen Alternativen dem Logo der Sturmabteilung der NSDAP sehr, sehr ähnlich sieht. Ich habe mir das angeguckt und ich habe das auch Kollegen gezeigt. Und ich meinte ganz ehrlich, Leute, schaut euch mal bitte das Logo von der Jungen Alternativen an. Also unabhängig davon, ob die Junge Alternative ein guter Verein ist oder nicht oder doch oder vielleicht. Aber guckt euch mal das Logo an und was seht ihr da? So, und es gab eine Kollegin, die hat gesagt, ja, ich bin in der Zeit aufgewachsen. Ich weiß schon, worauf ich hinauslaufen soll. Sie kannte aber auch schon die Hintergründe dazu. Und wenn du jetzt die beiden Logos für mich persönlich nebeneinander liegst, dann kann man da eine Ähnlichkeit erkennen. Gebe zu. Allerdings, wenn ich nur das eine Logo nehme, sehe ich die Ähnlichkeit nicht mehr und ich weiß nicht, also nur weil ich eine Ähnlichkeit zu irgendwas herstellen kann, darf ich jetzt bestimmte Worte und so weiter nicht mehr benutzen? Das hat wieder diese Übersensibilisierung. Wobei, also bei der identitären Bewegung, da bin ich wieder beim Punkt Kontext, ganz ehrlich, das Im ist schon ein Kontext brauchen anderer Im Kontext Kontext brauchen wir als. nicht drüber reden, da bin ich vollkommen bei dir. Ich rede jetzt nur einzig und allein nur über dieses Logo. So. Und da sehe ich ehrlicherweise nicht den Zusammenhang. Also sie werden, du, ich bin mir, ich bin, da sind wir beieinander. Die werden es mit Sicherheit nicht umsonst so gewählt haben und wir brauchen das, denke ich, keinen Hehl draus machen, dass die AfD nicht unbedingt die rechtskonforme Partei ist, die sie gerne wäre oder die sie sich versucht darzustellen. Da bin ich auch vollkommen bei dir und das heiße ich mit Sicherheit auch nicht gut. Aber ich weiß nicht, ist das wirklich unser größtes Problem? Also wenn die sich jetzt hingestellt hätten mit einem Shirt drauf, wo drauf steht Arbeit macht frei, wäre ich sofort dabei. Also sowas geht überhaupt gar nicht. Das ist einfach was nicht geht, unabhängig jetzt davon, ob sie ihre Arbeit scheiße finden oder nicht. Aber das ist halt wirklich eine Sache, also da würde ich ja auch sagen, jetzt ist mal Feierabend, das hat mit Geschmack und geschmacklos nichts mehr zu tun. Aber jetzt wegen so einem Logo, das du grundsätzlich mit dem SA-Logo zusammen siehst, schwierig, finde ich schwierig. Wir haben so sanft angefangen und versuchen jetzt die Welt zu erklären. Witzigerweise sehe ich hier gerade, gibt es eine Vergleichsstudie, das SA-Symbol mit dem Symbol der Agentur für Arbeit.
Und ich will jetzt nicht für irgendwen Partei ergreifen, aber man könnte auch hier behaupten, dass es durchaus Ähnlichkeiten gibt. Alles in allem ist eine große Weltverschwörung. Die Rothschilds haben sowieso die Macht inne und wir sind alles nur gesteuerte Marionetten. Übrigens, Xavier Naidoo in diesem Zusammenhang wieder bei DSDS gesehen, dass der da überhaupt noch auftreten darf am Wochenende. Aber gut, okay, alles sicherlich auch Geschmackssache. Human Rights Reporters haben das quasi dargestellt. Hat die Terrorgruppe der deutschen Nationalsozialisten auch bei der Agentur für Arbeit einen Anschlag verübt? Überschrift und dann Vergleichsstudie. Ich schick dir das mal. Dann Tu das mal, hast du was zu lachen? wenn ich ganz viel Langeweile habe und ganz knapp vor einem Suizid stehe, dann lese ich mir das durch. Vielleicht. Gut. Ja, dann haben wir ganz stark angefangen, ganz schwach angefangen, ganz seicht angefangen, wollten wir entspannt ins neue Jahr und dann sind wir jetzt wieder bei den Rechten gelandet. Ja, ich glaube, man gibt denen auch viel zu viel Raum. Ja, gebe ich dir recht. Wir Meine sollten. Woche nicht über AfD berichten und über Rechte berichten Weil und ich finde den Satz gar nicht schlecht. Man gibt den Rechten zu viel Raum. Habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, dass wir dieses Problem nur haben, weil jeder darüber berichtet, statt einfach mal nichts dazu zu sagen. Genau. Lass uns doch für unseren Podcast noch ein neues Vorsatz bilden und nach Möglichkeit so wenig wie möglich über Rechte reden, um ihnen keinen Raum zu geben. Okay, dann lass mich aber noch eine Sache Also quasi erzählen. Hashtag kein Raum für Rechte. Das finde ich gut. Danke. Also Also ohne, ich. dass wir es abgesprochen haben, weil du keine Ahnung hast, was ich noch dieses Jahr an Projekten vorhabe, finde ich das eine sehr, sehr gute Idee. Ich hatte gehofft, dass ich jetzt in dieser Folge schon das Projekt vorstellen kann. Hat sich leider alles verzögert. Aber ja, das finde ich gut. Aber apropos Dann Rechte und könnten wir dann theoretisch auch mal eine Sonderfolge machen, wirklich nur zu, ich sag mal, Rechtsterrorismus in Anführungszeichen. Dann könntest du dein Projekt da vorstellen. das finde ich gut. Wir machen eine Sonderfolge. Lass uns das mal nachher nochmal besprechen. Aber Genau. apropos Rechte, weil wir ja gesagt haben, wir nehmen das jetzt raus. Jeder Mensch hat Rechte. Jeder Mensch hat Rechte. Nein, es gab dieses Jahr wieder, oder es gibt dieses Jahr schon, die erste Umfrage zum Vertrauen in Institutionen. Ich habe das heute gesehen und ich fand das total spannend. Berliner Morgenpost getitelt und eine Zwischenüberschrift war: Zwischen AfD-Wählern und der Mehrheit der Deutschen sind tiefe Gräben. Warum? Weil für die Mehrheit der Deutschen, also im Gesamtkontext, also alle befragten Personen, an der Spitze der vertrauensvollsten Institution, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, wer steht oben, wer steht unten, also das war jetzt eher Berufsgruppen, das sind jetzt hier Institutionen, stehen tatsächlich mit jeweils 80% Polizisten und Ärzte. Und im Moment, Mittelfeld. du redest jetzt von den Institutionen, dass es da Polizisten und Ärzte sind? Nee, also das Vertrauen der Bevölkerung in Institutionen wie Polizei und Ärzte ist vielleicht ein bisschen blöd hier geschrieben, aber das Vertrauen der Bevölkerung in einer Forsa-Institution-Ranking im Auftrag von RTL und NTV wurde gefragt, in welche Institutionen haben sie das größte Vertrauen? Und da hat die Gesamtbevölkerung gesagt, okay, in 80% bei der Polizei und in dem medizinischen Bereich mit Ärzten. Mittelfeld ist so Medien mit Radio etc. Und was auch ganz stark ist, den stärksten Vertrauenszuwachs verzeichneten die Bundeswehr, was ich so nach den letzten Meldungen, wie viel einsatzbereite Helikopter, Ja, aber ich Schiffe. glaube, darauf zielt es nicht ab, sondern die Bundeswehr muss man mal ganz klar gestehen. Hatte eine ziemlich geile Werbekampagne, ja, und Ja, das nicht nur das, sondern sie haben, schafft auch Vertrauen. also die Bundeswehr musste ja relativ fix sich überlegen, wie sie noch Nachwuchs rankriegen, weil der größte Nachwuchsfaktor von ihr müsst Wehrdienst machen und da lernt ihr, dass das bei uns gar nicht so schlimm ist, ist ja weggefallen. Und dann haben sie halt einen unglaublichen Marketingrubel gedreht. Und haben ja jetzt irgendwie das zweite Mal ihre Rekruten quasi ich sag mal, vermarktet, wo sie halt zeigen, was alles genauso gelehrt wird, etc. pp. Und geben halt sehr, sehr, also klar, bestimmte Sachen werden nicht gezeigt, aber sie haben das KSK begleitet, sie waren mit in Mali und haben gezeigt, wie quasi der Einsatz in Mali ist. Und alle so eine Sachen, also sie tun extrem viel dafür,
aufzuklären und zu zeigen, wie die Bundeswehr halt eigentlich ist. Und ich glaube, deswegen haben die auch so einen krassen Vertrauenszuwachs bekommen, weil sie sich halt sehr, also in manchen Bereichen natürlich nicht, weil sie es nicht dürfen und nicht können, aber sie machen sich an den Stellen, wo es möglich ist, doch sehr transparent. Das schafft halt Vertrauen, weil die Leute jetzt halt sagen, okay, ich verstehe die Bundeswehr wesentlich besser als vorher. Vorher waren das irgendwelche grünen Spinner mit einem G36. Heute weiß ich, das sind eigentlich meine Nachbarn und die sind eigentlich ganz cool drauf. Ne? Also im Außer die übertragenen paar, Sinne. die da zu dem Ja, entsprechenden es gibt überall Netzwerk schwarze Schafe, das hast du bei den Polizisten genauso. Also wenn ich mir überlege, wie viele Waffen 2019 bei der Polizei weggekommen sind, ne? Also und bei der Bundeswehr sind diese Dinger nicht weggekommen, sondern da sind sie einfach nur kaputt gegangen. Also jetzt kann man drüber streiten, was ist schlimmer. Was ich aber, Aber worauf ich hinaus wollte, ganz kurz, wenn du kurz erlaubst, damit das nochmal in ja, diesen na immer. Kontext auch zu stellen, weshalb ich diese Überschrift so genial fand zwischen AfD-Wähler und Mehrheit der Deutschen sind tiefe Gräben. Man hat aus dieser Gesamtumfrage offensichtlich auch nach der politischen Ausrichtung gefragt und AfD-Anhänger haben entsprechend viel geringeres Vertrauen zu den Institutionen des Landes als Wahlberechtigte ohne AfD-Präferenz. Und die Unterschiede sind einfach heftig. Nur 35% der AfD-Wähler vertrauen den Gerichten, also den normalen Gerichten, also nicht zu Essen, sondern hier, ne? Währenddessen der restliche Bundesbürger zu 75% tun, nur 36% dem Bundesverfassungsgericht, weswegen das die übrige Bundesbürger mit 85% machen. Na gut, und das Lügenpresse und sowas, was wir skandiert haben, oder was nicht, was wir skandiert haben, was skandiert wurde, kannst du auch vergleichen, 15% der AfD-Wähler vertrauen der Presse, während das die übrigen 52% machen. Also so viel auch dazu nochmal. Aber heißt es, dass die AfD-Wähler mit 15% der Presse gegenüber kritischer gegenüberstehen als der Rest der Bundesbürger? Jetzt habe ich auf die Zahl, was sagtest du mit 15? Nee, die sind also 15% der AfD-Wähler vertrauen der Presse, während Bundesbürger ohne AfD-Präferenz zu 52% oder 52% der Befragten vertrauen Ja, aber in die genau, aber Institution. ja, genau das meine ich ja. Das Bedeutet sind das, dann, wenn ja, sind die, wenn. 37% weniger. Ja, aber wenn weniger AfD-Wähler den der Presse vertrauen, bedeutet das Umkehrschluss, dass AfD-Wähler gegenüber den Medien kritischer sind und mehr hinterfragen als der normale Bundesbürger, weil der Das glaube ich Bundesbürger nicht. mehr dem Journalismus mehr vertraut als der AfD-Wähler. Glaube, also wenn ich jetzt mal so pauschal sage, das mal alles in einen Topf werfe, was sicherlich auch nicht zu 100% korrekt ist, aber was zumindest in die Nähe einer belegbaren Aussage kommt. Ich jetzt denke, was da im Westdeutschen Rundfunk passiert ist, da geht es nicht um Kritik. Ich glaube, niemand sagt, dass Kritik was Schlechtes ist. Genauso wie wir eben auch gesagt haben, wir müssen auch vielleicht auch mal hinterfragen, ist das geschmacklich richtig? Muss ich sowas senden? Aber nicht in der Fragestellung, muss das verboten werden, sondern was kann ich denn daraus lernen, wenn ich eben das Feedback bekomme, die Oma als Umweltsau zu bezeichnen, ist vielleicht eine blöde Idee. Aber das bedeutet einfach in diesem Gesamtzusammenhang, wenn du dir guckst, Lügenpresse und was auch sofort, was, weil ich weiß nicht, ob du in deiner Nicht-Nachrichtenblase mit Gelsenkirchen gestern Abend bekommen hast. Da gibt es von Bildblock, der ja immer wieder das relativ schnell analysiert, eine sehr schöne Grafik dazu. Bild analysiert, ah ja. Der Bildblock analysiert die Bildzeitung kritisch, sehr kritisch. Also es Ah, gehört nicht zur okay. Bildzeitung, sondern so Ich habe genau mich die. durch den Namen habe ich mich verwirren lassen. Genau. Nee, da gab es ja gestern Abend in Gelsenkirchen, sag mal, einen versuchten Angriff mit einem Messer auf zwei Polizeibeamte. Man hat relativ, also ja, es gab Zeugenaussagen, die in irgendeiner Form mitbekommen haben, dass der Allahu Akbar rufen haben soll oder nicht. Und der eine, ich glaube, es war sogar ein Kommissaranwärter, hat praktisch die angreifende Person niedergeschossen, die dann auch verstorben ist. So. Und ich glaube schon, dass hier Verständnis auf, ich sag mal, professionelle Pressearbeit stößt. Wenn ich keine Informationen als Presse dazu habe, ob das jetzt nun ein Terroranschlag war oder kein Terroranschlag war, sondern dass ich erstmal die Sachinformation habe, da ist jemand mit einem Messer auf zwei Polizisten losgegangen. Die Person wurde von einer
einem Polizisten erschossen, ist am Tatort verstorben, Punkt. Und ich eben auch sage, okay, wie es eben in Presseregeln gibt, ich brauche zwei unabhängige Quellen, um vernünftig recherchiert zu haben, etc. Und ich eben in dem Moment nicht darüber berichte und sage, ja gut, bloß weil irgendwie irgendjemand zugetragen hat, der soll Allahu Akbar gerufen haben, berichte ich auch erstmal nicht darüber, was ich halt sachlich erstmal richtig halte, weil die Sachinformation ist einfach da. Wie zuvor beschrieben, dann ist ganz schnell auch wieder die Kritik gekommen, also was heißt Kritik? Kritik ist der falsche Begriff, der Vorwurf gekommen. Da wird was verschwiegen, die Presse will uns was verschweigen, obwohl es einfach in diesem Zeitpunkt, vielleicht auch bis heute, bis es dann ein offizielles Statement gibt, ob dieser Person in irgendeiner Art und Weise was zugeordnet werden kann, was einen islamistischen Hintergrund hat oder einen Terrorhintergrund an sich, wird einfach nicht darüber berichtet und das sofort als Verschweigen der Wahrheit vorgeworfen wird. Ich glaube, das ist keine kritische Auseinandersetzung, sondern es ist einfach eine Auseinandersetzung damit, was will ich hören und wie arbeitet man sachlich, objektiv, fachlich richtig, meiner Sicht. Da gab es auch irgendwo auch die Forderung, dass Nachrichten mehr die Herkunft irgendwelcher Täter nennen soll. Genau. Gibt es Studien dazu, wie sich das von 2014 bis heute verändert hat? Genau, Es immer mehr darum so geht, war das. Auf der einen Seite, ganz ehrlich, das haben wir, glaube ich, auch in Frankfurt besprochen, ein Arschloch ist ein Arschloch, egal welchen Hintergrund, welche Motivation er hatte. Und ja, wenn diese Person eben psychisch instabil war und sich eben von bestimmten Tendenzen oder meinte, er kriegt jetzt die Erleuchtung, wenn er jetzt dem so einen vermeintlichen Terrorakt begeht im Sinne des IS oder sonst irgendwas. Ja, am Ende muss man immer fragen, was bringt es mir denn, um zuzuordnen, was bringt es dem Opfer und was bringt es mir, zu sagen, das war jetzt ein Terroranschlag oder das war eine psychisch kranke Person. Ich meine, in Tirol beispielsweise, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ja, habe ich. Da hat keiner in Frage gestellt, dass das ein Terroranschlag war und hat auch keiner in Frage gestellt, dass die Person jetzt offensichtlich in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen wurde, nachdem sie die 6 Deutschen da getötet hat. Einer soll ja noch in Lebensgefahr schwimmen. Das geht einfach, am Ende des Tages ist das nur um Hetze und da würde keiner in Frage stellen, dass die Medien hier falsch berichten, sondern okay, ist halt ein, ich sag mal, Europäer im weitesten Sinne, einer von den Guten in Anführungsstrichen, also berichten sie da richtig, nur wenn ich dann erwarte, dass eben wenn Ausländer daran beteiligt sind oder Migranten oder Flüchtlinge, dass dort im Sinne richtig geantwortet wird, dann hat das für mich nichts mit Medienkritik zu tun, sondern dann will ich einfach das hören, was ich an dieser Stelle auch erwarte. Ja gut, aber das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass der vermeintlich Deutsche oder Europäer ja quasi, klingt makaber, aber quasi ja nur alkoholisiert war. Dass die ganze Situation mit 7 Toten nicht besser macht und eventuell einem 8. Toten. Nee, das ist ja richtig. Ne? Aber es wirkt erstmal, also ich glaube, gerade bei uns ist Alkoholfahrt nicht so schlimm gesehen, wie ich habe irgendjemanden verprügelt. Und ich glaube, daran hakt es halt auch irgendwo. Ja, aber weil du gerade verprügelt sagst, auch ein gutes Beispiel. Nee, aber es ist ja gut, dass du das sagst, weil es ja da gibt es eine Analyse, muss ich vielleicht nochmal den Bericht raussuchen, wo sich damit, oder im Kommentar war es eher gewesen, damit auseinandergesetzt wurde, Ende des Jahres oder Neujahr irgendwie so, wurde ein deutscher Obdachlose in, ich glaube, München-Pasing auf dem Bahnhof verprügelt. Weil er irgendwie auf das Rauchverbot hingewiesen hat oder umgekehrt irgendwie sowas. Er hat geraucht und genau, er hatte auf dem Bahnhof geraucht gehabt und ein Vater hat diese Person auf das Rauchverbot hingewiesen, der hat das nicht eingestellt und der Vater hat eingeprügelt. So, wo dann auch dieser Kommentar aus meiner Sicht sehr richtig sagte, ja, warum ist das, oder die Frage sich mal hinterfragt hat, ja, warum ist das denn nicht, warum wurde das nicht von der AfD ausgeschlachtet? Also auch hinsichtlich dieser, ja, also eine arme Person, verprügelt, ein Obdachloser, für die man sich ja offensichtlich einsetzt, das sind ja so diese klassischen Parolen, ja, die Flüchtlinge kriegen ja alles und die Obdachlosen müssen weiterhin obdachlos sein. Und es in einem Nebensatz auch kommentiert wurde,
Der Vater war ausländischer Staatsbürger. Warum ist das nicht aufgegriffen worden? Warum ist das nicht durch entsprechende Kanäle gekommen? Ja, weil er zu sehr Nee, ja. sozialisiert ist. Nee, der war Niederländer gewesen. Da Ach so. funktioniert diese Strategie einfach nicht. Der Vater, der den armen deutschen Obdachlosen verprügelt hat, war Niederländer gewesen. Was soll ich Aber denn da jetzt fordern? die Niederländer hatten doch auch so Probleme mit rechten Parteien. Die hatten doch auch hier den. Ja? Hat er nicht sogar gewonnen? Hat er nicht sogar gewonnen, hast du nicht gesehen? Fanfare, Fan irgendwie. Ja, die oder zumindest relativ gut abgeschnitten. Ja, gut angeschlossen hat er auf jeden Fall. Also deshalb bleibe ich bei diesem Thunderwalk Punkt. heißt der. Ja, genau. Aber deshalb bleibe ich halt bei diesem Punkt auch eben zu sagen, Glaube ich. das muss man an dieser Stelle gar nicht relativieren. Das ist null Vertrauen in die Presse, das ist Lügenpresse, weil man dort irgendwas anderes erwartet zu lesen, als man dann bekommt und auch sehr selektiv da ist. Und wenn ich dann auch noch sehe, was dann für andere Medien da retweetet werden, vergiss es. Also ich bin dafür, sachlich auch kritisch mit der Medienberichterstattung umzugehen. Ich sage auch ganz ehrlich, ohne die Unabhängigkeit grundsätzlich in Frage zu stellen, aber das in den Aufsichtsräten oder nee, wie heißen denn Fernsehräten irgendwie da auch ein bisschen Parteipolitik erfolgt, auch doof, aber ich glaube, wir haben von wer wirklich sehen möchte, wo es Staatsmedien gibt, ich glaube, der muss in ganz andere Länder gehen. Mal ganz so weit weg von uns, wie man denkt. Gut, letzte Frage zu deiner, zu der Befragung, die du da hattest. Wird da irgendwie eine politische Institution in Form von Politikern oder Parteien genannt? Und wenn ja, wie haben die abgeschnitten? Also interessanterweise wird der Zentralrat der Juden, könnte man jetzt im weiteren Sinne so nennen, gehört der zur Nee, Bundes. stopp. Nein. Kann man nicht mit der ganz klaren Aussage, das Judentum ist keine Politik, sondern ist eine Religion und hat mit Politik Ja, nichts zu tun. okay, Sprich weiter. wenn du nach Politik fragst, nicht, konkret Okay, nicht, dann also hast du meine zumindest nicht Frage in ja diesem Bericht. beantwortet. Interessanterweise, das möchte ich dennoch sagen, die katholische Kirche sinkt in ihren Vertrauen, Komisch. ist auch niedriger angesetzt als die evangelische. Dafür hat aber der Zentralrat der Juden, also die jüdische Vertretung oder die Vertretung der jüdischen Kirche in Deutschland, einen erheblichen Zuwachs, ähnlich wie die Bundeswehr. Ich meine, gut, jetzt könnte man auch wieder sagen, Bundeswehr, Nachfolgeorganisation und Zentralrat der Juden, auf einer Ebene, wurscht. Aber Ja. dazu vielleicht noch, was katholische Kirche angeht, kurzer Hinweis. Die Golden Globes sind doch jetzt verliehen worden. Und der Comedian Ricky Gervais, den Brite, vom Gesicht her kenne ich den, ich könnte ihn jetzt nicht genau einordnen. Ich glaube, der hat den Museumsdirektor bei Nachts im Museum gespielt, wenn ich mich nicht irre. Der hat die Nein, das war Adam moderiert. Sandler. Nein, der hat den Wächter gespielt, nicht den Ach Direktor. so, okay. Entschuldigung, ich nehme das zurück. Der hat durch den Abend geführt und der ist wohl auch für seine kontroversen Sprüche bekannt und hat wohl unter anderem auf der Bühne vor Publikum gesagt, es war ein großes Jahr für pädophile Filme. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland and the Two Popes. Also spielt er mit auf die Verleihung für die Filme von R. Kelly, Michael Jackson und der katholischen Kirche an. Super. Dachte ich mir auch so, eieiei, Kollege, das hätte man vielleicht nicht machen müssen. Aber gut. Gut. Ich So, würde ich muss sagen, wir jetzt sind meine am Ende. Mülltonne noch rausstellen, weil morgen früh Kommen abgeholt die wird. Rechten und brennen wieder. Ja, das ist vielleicht gar keine gute Idee, aber man lernt so vieles hier in Brandenburg. Falls es dich interessiert, eine 40-Liter-Tonne Restmüll abzuholen, kostet 2,82 € Brandenburg. Das wollte ich schon immer mal wissen. Dort Gebührenverordnung. Aha. Schön. Und du musst deine eigene Tonne rausstellen? Ja, weil ich sie auch selber bezahle. Also von daher, also wenn jetzt jede Woche der Hausmeister ach Gott, wir schweifen schon wieder ab, aber wenn jede Woche rausstellen würde, dann würde ich irgendwann pleite werden. Dadurch, dass ich auch selber eine Abrechnung von APM, das ist hier der Müllbetreiber, für meine Restmülltonne bekomme, darf ich auch selber entscheiden, wann ich die rausstelle. Aha. Okay, ja gut. Nicht über Dann die Hausverwaltung abgerechnet. haben wir noch schnell was über die Abfallwirtschaft in Brandenburg bzw. Man lernt was Teutoburg dazu. gelernt. Also können wir uns für diese Folge auf die Fahne schreiben, wir haben viel gelernt. Ja, ich bedanke mich dann für das nette Gespräch, das wir heute wieder geführt haben. Wir sind leicht über die Zeit, aber wir bessern uns.
Ja, in der dafür, neuen ich habe eine neue Struktur. Couch, die Wohnzimmeratmosphäre Ja, es ist liegt halt an der so neuen gemütlich. Struktur. Es liegt an der neuen Struktur. Wir wollten effizienter werden und sind schwafliger geworden. Ja, aber die Struktur muss ja erst einschleifen. Insofern lasst uns keine langen Worte finden. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Wenn ihr Kommentare, Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik habt oder auch Feedback, dann lasst uns das auf den gängigen Kanälen zukommen. Der Podcast ist wie immer auf sämtlichen, wo man Podcast hören kann, Seiten zu finden und Spotify, YouTube. Apple Podcast, Google Podcast und YouTube. Und abonniert uns bei YouTube, Genau, dass abonniert wir uns, liked irgendwann uns, Werbung followed schalten können und us. daran Geld verdienen. Genau, followed us. Wenn wir unseren ersten silbernen YouTube-Button haben, gehen wir richtig steil. Möchte nächstes Jahr zu den YouTube Awards gehen. Insofern kann ich von meiner Seite nur sagen, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch und diese Aufzeichnung und euch da draußen einen schönen guten Morgen, Tag, Abend, gute Nacht, wie auch immer und dir, Florian, bleibt das letzte Wort. Das letzte Wort, also ein letztes Wort, okay. Waren Nein, schon zu also viele. viel zu viele Nerd raus, nein. Also vielen Dank fürs Zuhören, kann ich mich nur anschließen. Versucht ein bisschen entspannter ins neue Jahr zu kommen, vielleicht auch ein bisschen objektiver, ein bisschen mehr Sachlichkeit ab und zu. Ich glaube, das sind immer noch die stärksten Argumente, die wir haben, vor allem diejenigen haben, die auch fachlich überzeugen können. Und danke fürs Einschalten. Hat mir Spaß gemacht, Raphael, heute und in 2 Wochen, denke ich mal, Pi mal Daumen, sehen wir uns wieder. Hören wir Oder uns wieder. hören uns wieder. Wir Genau, bis hören denn. uns wieder. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.